mehr da als ein Coin. Oh XRP, du bist ein kleiner Schlingel. Nichtsdestotrotz fliegst du zum Mond, egal ob 24, 25 oder 26. XRP, du machst uns reich. Oh XRP, früher oder später läuft alles über dein Ledger. Oh, 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 du kleiner dreckiger Coin. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Einen wunderschönen Freitag, hoch die Hände, Wochenende, ist das nicht schön, ist das nicht schön? Und der Markt hat sich erst vor kurzem richtig schön wieder gedreht. Er war ja fast den ganzen Tag nur im roten Bereich, ne? Kennen wir ja nicht anders, ist ja auch alles okay, ne? Das Problem, was wir wirklich haben, ist wirklich, ich bin nicht der Einzige, der vermutet hat, dass natürlich die US-Regierung verkauft hat. Aber dazu kommen wir natürlich gleich, ne? Die kleinen Schlingels haben höchstwahrscheinlich doch ein paar Bitcoins verkauft. Aber nichtdestotrotz, wenn man das mal so bedenkt, was die Regierung an Wert an Bitcoin haben und wie stark Bitcoin eigentlich ist, ne, mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar, ist es eigentlich immer lächerlich, ne, wenn sie hier und da ein paar Bitcoins verkaufen und der Markt reagiert dann gleich natürlich abwärts. Weiß ich nicht, ne, finde ich immer sehr belustigend, sage ich mal. Aber nichtdestotrotz, ihr seht, Bitcoin hat sich gedreht, der Markt dreht sich auch mit. Selbst XRP ist auch mal dabei, hat sich auch mal ein bisschen jetzt gedreht und warten wir einfach mal. Na klar, einige sind noch im roten Bereich, obwohl Solana holt jetzt auch ganz stark auf und schauen wir mal, was kommt. Ne? Schauen wir einfach mal. Vielleicht ist es ja endlich verdaut worden, dass die kleinen Amerikaner mal ein bisschen was verkauft haben. Die haben ja vor zwei Tagen, wo ich das ja auch schon erwähnt habe, das Gerücht, dass angeblich die verkauft haben. Aber schauen wir, was noch kommt und ich habe heute wirklich nicht viel. Es ist eigentlich peinlich für mich, dass ich überhaupt live bin. Aber ich habe eine geile, ja, was heißt geile, ne? Ich habe eine Analyse, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Ich habe euch auch noch mal einen kleinen Beweis-Snapshot, sage ich mal, von 2017, 18, ich glaube 18 ist es sogar, der das natürlich auch noch widerlegt, weil man hat es mir nicht geglaubt vor ein paar Tagen, wo ich auf einen Maxi gestoßen bin, jetzt nicht Bitcoin, sondern von Ethereum und er mir ganz klipp und klar gesagt hat, das ist nie passiert und ich gesagt habe, Mensch, da muss ich in der Zeit ja nur gesoffen haben. Aber nichtsdestotrotz fangen wir mal ein bisschen an. Ein bisschen habe ich ja was. US-Regierung verkauft Bitcoin, behauptet Top-Anwalt. Nein, es ist tatsächlich so. Die haben wirklich verkauft. Laut dem Finanzanwalt Scott Johnson verkauft der United States Marshall Service, eine Strafverfolgungsbehörde des Bundes, mit ziemlicher Sicherheit Bitcoin-Bestände, die mit der Silk Road in Verbindung stehen. Am 14. August sind leider 600 Millionen US-Dollar an Coinbase geschickt worden, im Wert von Bitcoin natürlich. Ne? Und von daher, das war wirklich der Grund, warum der Markt die letzten zwei Tage ein bisschen, ja, hoppla, die hopp, nach unten gegangen ist. Was aber auch interessant ist, nach Angaben von Bitcoin Treasuries hält die US-Regierung Bitcoin im Wert von rund 12,4 Milliarden US-Dollar. Chinas Regierung liegt mit 11,1 Milliarden US-Dollar knapp an zweiter Stelle. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe ja gezeigt, ne, Bitcoin hat über 1 Billion Dollar Marktkapitalisierung. Jetzt nehmen wir mal an, die USA verkauft die 12,4 Milliarden jetzt sofort. Was glaubt ihr, was das für ein Erdbeben auf dem Markt geben würde, obwohl es eigentlich lächerlich ist, ne? Bei einer Billion Marktkapitalisierung gehen mal eben 12,4 Milliarden bei Bitcoin raus. Aber so ist der Markt. Das ist ja das Schlimme. Ne? Was soll ich dazu sagen? Es ist leider schlimm. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wieder positiv zu sehen, dass der Markt so empfindlich ist, weil es geht im Bullenmarkt genau auch andersrum. Ne? Wegen eigentlich nichts explodiert der Markt. Sling sammelt 15 Millionen US-Dollar für benutzerfreundliche Stablecoin-Überweisungen. Ihr merkt, seit der MiCA-Vorschriften kommen immer mehr Nachrichten über Stablecoins. Ist euch das schon aufgefallen? Jeder, der eine Stablecoin-Überweisung getätigt hat, kann die Geschwindigkeit und die niedrigen Kosten zu schätzen wissen. Hundertprozentig. Wer USDT, also von Tether, den Stablecoin mal transferiert hat übers Ethereum-Netzwerk, der ist glücklich, wenn er mal nur für 5 Dollar verschickt hat. Aber wenn Sie es über eine selbst gehostete Crypto-Wallet tun, ist es
nicht für die übliche Weise benutzerfreundlich. Naja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so pragmatisch oder so schlimm, dass man sagen müsste, das kriegt keiner hin. Ne? Sling hat eine mobile App entwickelt, die die Komplexität der Blockchain verbirgt und Überweisungen in 50 Ländern ermöglicht. Diese Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Serie A-Runde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Union Square Ventures, Ribbit Capital und Slow Ventures aufgebracht hat. Ribbit und Slow sind bestehende Seedbacker. Also ganz ehrlich, ich finde das ja interessant, dass man immer mehr auf die Idee kommt mit App und Stablecoins. Ne? Da sehe ich eigentlich im Endeffekt, muss ich leider sagen, das sind Vorbereitungen auch auf CBDC. Ne? Digitale Geldbörsen mit Stablecoins sind in meinen Augen, muss ich ganz klipp und klar sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd klingt, die Vorbereitung für die digitalen nationalen Währungen, die wir bald alle bekommen werden. So, jetzt kommen wir mal dazu, wo ich sage, ja, das passiert tatsächlich wieder. XRP ist bereit, Ethereum zu kippen. Kühne Vorhersage tauchen auf. Nein, das denke ich nicht. Diesen Bullenmarkt wird Ethereum den zweiten Platz verlieren. Wieder an XRP, was man mir ja nicht glaubt. Die rechtliche Klarheit und der Nicht-Wertpapierstatus von XRP positioniert das Unternehmen für eine außergewöhnliche Performance im bevorstehenden Bullenlauf. Absolut richtig. Da kann keiner was sagen. Deswegen XRP ist für mich, was Pump betrifft, könnte es einer der heißesten Coins werden im Bullenmarkt. Für die Japanische, ja gut, das kennen wir ja schon, integrieren XRP, da bleiben sie immer noch dran. Nein, das ist immer noch nicht so. Laut einem kürzlich veröffentlichten Chart, der von einem beliebten Analysten geteilt wurde, scheint der Preis von XRP am Rande eines symmetrischen Dreiecksmusters zu stehen. Das Dreiecksmuster existiert schon seit ein paar Jahren, muss man sagen. Und schauen wir mal, was auf einen signifikanten Ausbruch hindeutet, der den Coin auf ein neues Allzeithoch bringen könnte, das möglicherweise das 100 Dollar erreichen könnte. Also ganz ehrlich, 100 Dollar mit Pump, ne? Ich weiß ja nicht, wie gut sich dieser Analyst sich mal wirklich mit XRP auskennt, ne? Aber 100 Dollar wird XRP niemals mit Pump erreichen. Es tut mir leid, das immer wieder sagen zu müssen. Hätte er jetzt geschrieben 5 Dollar, hätte ich gesagt, okay, das unterschreibe ich dir, da gehe ich dann, bin ich dann bei dir. Aber 100 Dollar, nein, tut mir leid. Ihr wisst, ich bin der absolute XRP-Enthusiast, aber das ist selbst für mich zu viel. Immer wieder diese Scheiße von wegen, ja, 100 Dollar, 200 Dollar, das schafft er nicht mit Pump, das ist unmöglich. XRP, Potenzial, Ethereum umzudrehen, löst Social Media Buzz aus. Ammonix, der Kryptoanalyst und Influencer, hat erklärt, dass der hervorragende Erfolg von XRP im jüngsten Marktzyklus, gut, haben wir ja nur gehabt wegen dem Gerücht, es gibt eine Einigung, dazu führen könnte, dass Ripple Coin Ethereum und vielleicht sogar Bitcoin umdreht. Also nein, Bitcoin nicht, tut mir leid, das schaffen wir nicht. Ohne Verwendung, nein. Mit Pump Ethereum hundertprozentig. Diese kühne Vorhersage hat Diskussionen auf den Social-Media-Plattformen ausgelöst, wobei viele XRP-Liebhaber über die zukünftige Richtung der Kryptowährung spekulieren. Da brauchen wir nicht spekulieren, das ist Richtung Norden, aber ist okay. Dann kommt noch ein anderer Analyst, Javon Marx, der denkt, dass tatsächlich XRP 263 Dollar überschreiten könnte. Ich weiß nicht, was die rauchen, ne? Ganz ehrlich. Aber ohne Verwendung kann auch XRP nicht die 263 Dollar erreichen, nur mit Pump. Das ist leider unmöglich. Das geht gar nicht. Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns natürlich nicht beirren. Aber ich habe natürlich noch etwas, gerade für die Ethereum-Maxis, ne? Weil mir glaubt man ja nicht, dass XRP tatsächlich Ethereum sogar schon ein paar Mal vom Thron gestoßen hat da oben. Habe ich natürlich noch ein Leckerli rausgesucht. Ne? Das ist CoinMarketCap vom 7. Januar 2018. Ein Snapshot vom Markt. Da haben wir natürlich Bitcoin. Da seht ihr mal, 16.000 Dollar nur noch. Ne? Der war schon Richtung Bärenmarkt. Der war ja schon bei 19 oder 20.000. Da war schon Richtung Bärenmarkt. Und XRP, oh, schwuppdiwupp, ne? Platz 2. Mit 48% in 7 Tagen und 8% an 24 Stunden. Und da, oh, klein Ethereum, Marktkapitalisierung 130 Milliarden,
111 Milliarden. Also bitte, Ethereum. Es ist nicht euer glorreiches Platz 2. Keine Panik, wir kommen wieder. Ihr könnt euch erinnern, da ist das Ergebnis. Und es wird genauso wiederkommen. Nur, dass natürlich die Marktkapitalisierung ein bisschen höher sein wird. Ne? Damals gab es auch nur 38 Milliarden XRP auf dem Markt. War aber schon recht entspannt und geil die Zeit. Ne? Und genau das verlange ich jetzt von diesem Bullenmarkt auch wieder. Ne? Gerade bei XRP, das wird mega geil. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mal gucken. Vielleicht hat Mr. Crypto oder XRP Heiko noch ein bisschen was für uns. Ich bin tatsächlich durch. Normalerweise mit den News bräuchte ich gar nicht online kommen. Aber ich dachte mir, wir können ja noch ein bisschen schnacken. Ne? Schauen wir mal, was die anderen beiden haben. Die sind ja auch immer wieder fleißig. Vielleicht haben sie ja noch was Schönes gefunden für uns. Ich grüße euch natürlich alle und ich bedanke mich natürlich bei 95 Zuschauern. Vielen, vielen Dank. Da bin ich. XRP Haiku, Nam zusammen, Qualmes, moin, Mr. Crypto, hallo MC und alle Verrückten, Kaleido, guten Abend, Grizzly, moin, 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 Weltglück, hi MC und alle XRP-Träumer hier. No Petsy, grüß dich. Taucher, Grüße an die Bande und den Bandenführer. Ottoran, moin in die Runde. No Petsy, hey MC. Psychobeule, hallo ihr Lieben. Ich glaube, lieben soll das heißen. Grüß euch beide. XRP Night Riddler, hi MC und Grüße an die Community. Kirch, guten Abend alle. XRP Rocket, seid gegrüßt, liebe Krypto-Liebhaber. Wer mag denn Kryptos? Also ganz ehrlich, das ist ja Blasphemie wieder hier, was du unterstellst. Krypto Whitehead, hey, grüß dich, Rimini. So, 3 Monate Kryptopause gemacht. Hallo an alle, hoffe, geht allen gut. Oh, ja, muss ja, ne? Ich hoffe, du hast diese 3 Monate Kryptopause auch wirklich genossen. XRP Eikung, nein, es ist Abend. Also nix, moin. Immer dieser Nordländer. Also in Bremen, mein Freund XRP Heiko, kannst du zu jeder Zeit Moin sagen, ne? Egal, ob die Sonne auf ist oder untergegangen ist. Mr. Crypto, Bitcoin Echo, ja, da treibe ich mich nie rum. In Dubai können Gehälter jetzt mit Krypto bezahlt werden. Ja, das wundert mich gar nicht in Dubai. In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat ein Gericht in erster Instanz in der Metropole Dubai, ja, nee, ist klar, Ethereum ETF, ja. Gehaltszahlungen, die innerhalb von Arbeitsverträgen Kryptowährungen getätigt wurden, als gültig erklärt. Laut Irina Haver, Partnerin bei der Rechtsanwaltskanzlei Neos Legal, ist das Urteil in der Rechtssache Nummer 1739 eine Abkehr von einer früheren Haltung des Gerichts aus dem Jahr 2023, wie MSN berichtet. Okay, geile Sache. Also ich möchte auch lieber mein Gehalt jetzt nur noch in Kryptos kriegen. Scheiß auf Fiat-Geld, ich will Kryptos haben. Ich muss nach Dubai, auch wenn es heiß ist. Achimus, guten Abend zusammen, Mr. Crypto. Ja, da hat er doch noch was, hä? Ach nee, ja, das hatte ich auch. Zirkel schlägt neues Framework für Risiken von Stablecoins vor. Zirkel, der Emittent des Stablecoins USDC, hat kürzlich einen White Paper mit dem Titel Risk-Based Capital for Stable Value Tokens veröffentlicht, in dem ein neues risikobasiertes Kapitalmanagement-Modell für Stablecoins und andere digitale Cash-Token vorgeschlagen wird. Ja gut, man muss ja nun mal ein bisschen mehr dazu machen, ne? Zu diesen einzigartigen Risiken gehört nach Ansicht der Autoren unter anderem Kursverluste der Token aufgrund der Markthandels und des Vorhandenseins von Sekundärmärkten. Ein Run auf die digitale Token aufgrund übermäßiger Verkäufe, operationelle Risiken und technologischen Risiken. Okay. Kapitalstandards der Basler Bankenaufsicht hinausgehen, um die einzigartigen Risiken von Stablecoins anderer Fiat-äquivalenten Token und deren Emittenten zu mindern. Ah. Naja gut, recht haben sie ja, aber ich glaube, die sind alle noch nicht so weit. Ne? Arimus, abonniert mit Prime, Dankeschön zum 18. Mal schon. Johannes, recht schönen guten Abend, liebe Mitglieder der XRP-Holder-Clubs. Grüße gehen an alle. Mr. Crypto, Bitcoin kommen.
Iran verschärft Vorgehen gegen illegale Kryptomining inmitten einer schweren Energiekrise. Ja, komisch, dass sie immer dann auf die Idee kommen, wenn sie merken, ne, von wegen jetzt nicht nur der Iran, ne, alle Nationen. Oh, Kacke, ich habe ja gar nicht mehr so viel Energie für meine eigenen Bedürfnisse. Was, wo wird etwa bei mir gemeint? Nee, das geht ja nicht. Ne? Nee, da müssen wir ja gegen angehen jetzt. Der Iran hat aggressiv gegen illegale Kryptowährungsmining vor, da das Land mit einer schweren Energiekrise konfrontiert ist, die durch eine intensive Hitzewelle verschärft wird. Die iranischen Behörden behaupten, dass nicht autorisierte Kryptomining das Stromnetz des Iran erheblich belastet hat, was zu weiterreichenden industriellen Störungen geführt hat. Ein Premiumprogramm wurde gestartet, um Bürger zu ermutigen, illegale Mining-Operationen zu melden. Oh, das ist ja krass, ne? Jetzt sollen die Bürger petzen. Ah, das geht gar nicht, ne? Das hasse ich ja wie die Pest. Erinnert euch mal, ne? 1939 bis 45 in einem anderen europäischen Land, da haben die Bürger ja auch viel gepetzt, weil andere Menschen dann da ja waren in dem Land, ne? Das vergleiche ich immer damit, ne? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Oder eine Pandemie verpetzt seinen Nachbarn, wenn er da auf einmal mehr als zwei, drei Leute hatte. Also, aber okay. Aber ist immer wieder schön, wenn eine Energiekrise kommt, dass sie dann kommen, oh ja, die Mining-Industrie, ne? Das geht ja überhaupt nicht. Bobo, hallo zusammen. Lükert, hallo MC und liebe XRP-Community. Wenn nächstes Jahr vielleicht die Verwendung beginnt bei XRP, und es sollte ein Bärenmarkt kommen, wird man das am Preis merken oder hat es wegen der Anwendung keine Auswirkung? Also ich gehe davon aus, wenn die Verwendung da ist und natürlich die Masse hat ihre Coins schon verkauft und wir gehen dann natürlich in den Bärenmarkt vielleicht auch, wie du ja geschrieben hast, und gehe ich davon aus, dass wir da eigentlich gar nichts merken vom Bärenmarkt. Weil du musst ja immer wieder bedenken, das System braucht immer einen Kurs X, damit es funktioniert. Und umso mehr natürlich es verwenden, auch gerade vielleicht im Bankbereich, in der Finanzwelt, ist es natürlich klar, dass XRP einen höheren Kurs braucht, weil, um das System ja auch stabil zu halten. Also werden wir im Bärenmarkt nichts davon eigentlich spüren. Es könnte natürlich sein, dass es mal einen Tag gibt, wo, wenn wir jetzt ein bisschen rum, wo er von $50 auf $100 knallt und dann vielleicht am nächsten Tag wieder auf $80 runtergeht. Ne? Sowas könnte sehr gut passieren. Aber dann sind diese $80, diese Differenz zwischen 100 und $80 nicht dadurch entstanden, weil dann viele verkauft haben, die Masse hat dann schon verkauft, sondern weil einfach das System nicht diesen Kurs braucht gerade. Ne? Wie auf dem Samstag oder Sonntag vielleicht, wo ja im Westen ja die Banken nicht arbeiten. Der westlichen Himmelssphäre, sagen wir es mal lieber so. Mr. Crypto, die Wiener Kryptofirma hat eine langfristige Partnerschaft mit dem italienischen Traditionsverein AC Mailand abgeschlossen und will auf dem italienischen Markt wachsen. Ziel sind 500.000 Nutzerinnen und Nutzer in einem Jahr. Das Wiener Kryptofirma ist Bitpanda, ne? Also ich kündige. Nur Juve zählt, ne? Nicht Mailand, aber ist okay. Ausnahmsweise drücke ich mein Auge zu. Maximus, hallo an alle und hallo an MC, dem kleinen Wicht. Oh Gott sei Dank, einer hat es endlich mal erkannt, ne? Ich wünsche euch einen geilen Kirchenabend. Kirchenabend? Nee, so nicht, ne? Toni, der einzig wahre, guten Abend alle miteinander. Langsam dürfen die negativen Schlagzeilen mal enden. Welche negativen Schlagzeilen? Ich bring doch nur positive Schlagzeilen. Hast du es von den anderen YouTubern noch nicht gehört? Ich bin ja nur Mr. Positiv. USA verkauft Bitcoin. Okay. XRP Heiko, esse gerade einen ganzen Becher Walnusseis. Das freut mich für dich. Ich brauche im Moment kein Eis, weil so warm habe ich es hier nicht, ne? Weil ich habe eine schöne Abkühlung gekriegt. XRP Rocket, hallo MC, macht es Sinn, nach dem Bullenmarkt die Coins in Stapelcoins oder goldgedeckte Coins zu swappen und dann im Bärenmarkt wieder umzutauschen in Coins, da man sowieso 4 Jahre fällt? Wie sieht es bei XRP aus? Sollte man Ende des Bullenmarktes verkaufen oder kann die Gefahr, dass dann die Anwendung im Bärenmarkt sein kann? Ja, bei XRP ist es immer das Brutale, ne?
Du kannst, also ich kann es nicht einschätzen, dass wir sagen, okay, wir kriegen jetzt den Bullenmarkt. XRP läuft gut, ne? Sagen wir mal bei 7, 8 Dollar. Dann sagst du dir, okay, das wäre schon ein netter Gewinn, ne? Mit den XRPs, die man hat. Verkaufe ich nicht. Ich kann dir nicht sagen, wenn die Anwendung kommt, kommt die Anwendung. Das kann morgen passieren, das kann aber auch erst nächstes Jahr passieren. Oder wie jemand anders ja immer sagt, 2026. Kann passieren. Aber die Frage ist tatsächlich, gehst du das Risiko ein und sagst, okay, ich verkaufe meine XRP jetzt im Bullenmarkt, so gut es geht, und kaufe dann im Bärenmarkt und bete zu allen Göttern, die vielleicht, die du glaubst oder glaubst an das Universum, wer weiß das schon, und sagst, oh, bitte nicht jetzt starten. Also XRP rühre ich nicht an. Alle anderen Coins, die ich habe, kann ich dir nur sagen, wie ich das mache. Ich verkaufe die, bisher ist mein Plan erstmal in Fiat-Geld, ne? Also ein normales stinkiges Papiergeld, was nichts wert ist. Wenn bis dahin natürlich der Ripple Stablecoin rausgekommen ist oder der Euro C sich mehr etabliert hat auf den europäischen Markt, werde ich natürlich wahrscheinlich einen Großteil dahin umswappen, weil ich damit natürlich dann im Bärenmarkt wieder neu einkaufen werde. Aber trotzdem werde ich auch was auf meinem Privatkonto raufschmeißen. Mr. Crypto. Krypto-Kreditgeber Celsius ist bankrott, verklagt Tether und Netanyahus Nichte. Celsius? Hatten wir da nicht schon was mit verklagt? Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Die haben Bitcoin da hingegeben als Sicherheit. Sie haben Tether gekriegt und Tether hat verkauft und einfach so. Aber mit. Moment, die Klage folgte auf ähnliche Klagen. Nee, pass auf. Der bankrotte Kryptowährungskreditgeber Celsius hat nach einer Reihe von Klagen eine Klage gegen den Stablecoin-Emittenten Tether eingereicht. Das wissen wir ja. Die Klage folgte auf ähnliche Klagen gegen den Bitcoin-Tokenizer Badger DAO. Die dezentrale Börse Bancor, das dezentrale Kreditprotokoll Compound und die Nichte und Neffe des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, die Führungskräfte von Bancor sind. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Das haben wir ja schon. Da hat Celsius ja 39.000 Bitcoins an Tether als Sicherheit übergeben. Und da der Kurs ja runtergegangen ist und leider den Kredit, den Celsius ja von Tether bekommen hat, leider das nicht mehr widerspiegelt, da haben sie ja einfach stumpf Bitcoin verkauft. Ne? Und jetzt will Celsius natürlich den Wert, den sie jetzt hätten an Bitcoins, natürlich von Tether wieder haben. Aber geil, mit Netanyahus Nichte. Das ist natürlich auch mal wieder was. Ne? Und ja, diese Volksgruppe ist sehr stark auch involviert in der Kryptowelt. Das heißt, 95% der Kryptowelt gehört, kann man einfach sagen, den Juden. Ganz klipp und klar. Hinter jeder Börse steckt einer. Das ist einfach Fakt. Aber sollte uns das wundern? Eigentlich nicht, weil was, wenn es die Finanzwelt betrifft, sind die sowieso ganz oben mit dabei oder ganz, ganz oben. Rimini, jemand schon gehört, das Rätsel von BG wurde gelöst. Weiß jemand, wann der Mondart Date ist? Ganz ehrlich, ich habe davon gehört, aber es interessiert mich nicht, ne? Ich habe so viele Rätsel von 2017 bis 2020 gelöst und nichts ist richtig eingetroffen. Ich werde darauf nicht eingehen, sage ich ganz ehrlich, weil das ist der größte Schwurbler-Mist, den es immer gibt, ne? Da ist ein Datum, da explodiert's, das geht los, da wird's explodieren. Wenn man daran glaubt, okay. XRP Rocket, Stablecoins meinte ich natürlich, ist schon korrekt. Ja, also ich werde natürlich in Euro C und wie gesagt in Ripple Stablecoins werde ich einen Großteil wahrscheinlich reinstecken, aber ich muss erst noch gucken natürlich. Ne? Jetzt kann man natürlich darüber reden, aber man muss erst mal gucken, wie es überhaupt richtig läuft. Und das werde ich dann natürlich später dafür verwenden, damit ich wieder in die Kryptowelt natürlich reingehe. Ne? Nur weil die erste Reise zu Ende ist jetzt mit dem Bullenmarkt dann für uns, geht die zweite Reise dann wieder los nach 6 Monaten. Ne? Startrampe, guten Abend, MC und die Anwesenden. Fast rechtzeitig aus der Spätschicht gekommen. Oh, ich bin bei 2023, schon 2044. Ach du Schande. Naja, gut, heute, morgen muss ich an die Arbeit. Ne? Wir haben ja Zeit. M-Hahn, guten Abend zusammen. Lucky, hallo Leute, Mr. Crypto.
IWF schlägt Erhöhung der Stromkosten für Kryptomining um 85% vor. Ja, geht's noch oder was ist los? Eine signifikante Steuererhöhung von auf Strom für Kryptomining könnte nach Schätzung des IWF für eine Verringerung von 100 Millionen Tonnen an CO2 sorgen. Ganz ehrlich, wie dämlich ist man eigentlich? Ganz einfach aus dem Grund. Nehmen wir mal an, jetzt kommen solche Länder wie USA, Deutschland brauchen wir ja gar nicht nehmen, ne? Österreich, Schweiz genauso wenig. Dafür ist einfach die Kosten zu hoch mit dem Strom. Aber nehmen wir mal an, die USA, China und Co. machen das. Alles gut. Man glaubt ihr, wo die Mining-Industrie hingeht? Ins nächste Land, wo es billig Strom geht. Und zur Not gehen sie dann nach Afrika. Da gibt es auch genug Länder, wo sie sagen, oh, kommt doch her, dann verdienen wir alle schön Geld mit. Also das ist so ein Schwachsinn wieder. Zwei Führungskräfte des Internationalen Währungsfonds warnen, dass eine Erhöhung der durchschnittlichen Kryptomining-Stromkosten weltweit um bis zu 85% der Steuern eine große Delle in der Kohlenstoffemission schlagen könnte. Boah, okay, wenn ihr das meint, ganz ehrlich, dann sollen die Bonzen doch nicht für 5 Meter laufen und gleich ein Flugzeug verwenden, ne? Es gibt auch andere Mittel. Und wenn jemand ja eh schon so ein auf Ökospacken macht, warum benutzt ihr nicht dann ein Fahrrad? Ganz ehrlich, meinetwegen auch ein E-Bike. Rimini, jemand. Achso, das hatten wir schon. Das hatten wir schon, das hatten wir. Oh, da bin ich ja schon durch. XRP Night Riddler, geh nicht an mich. Mr. Crypto. So, das waren meine News. Okay. Wäre auch nicht schlimm. Kaleido, hab gestern beim KSMC XRP, also XRP Stammtisch gelernt, dass XRP niemals einen hohen Kurs haben wird. Das ist ja geil. Das freut mich. Dann weißt du ja, was du machen kannst. Aber warum willst du so ein totes Pferd weiter reiten? Mr. Crypto, Grüße an alle Grüßenden. XRP Heiko, Datteln wachsen am Baum. Was sind dann Bio-Datteln? Ich kann den Biomüll nicht mehr hören, aber dann ist Pla in Plastik einpacken, ne? Ja, hallo? Und zigtausende von Kilometer, ach ja, nee, 180.000 Kilometer, wir wissen ja, wer das gesagt hat, zu uns holen, ne? Das ist total bio. Lichtwelt, hallo, in die Runde. Indie, okay. Also in die Runde. Nicht zusammensammeln. Kenbeam, der KSMC-Stammtisch mit VeChain, Krippenreiter und Co. war gestern tatsächlich einmal sehr interessant. Gut. Johannes, muss dir nicht peinlich sein, ohne News online zu gehen. So haben wir Zeit zum Plaudern über die und das. Wie zum Beispiel das bin noch am Nachtessen. Knusprige, goldgelbe Pommes und leckeren, saftigen Fleisch. Vögel aus meiner Ninja-Heißluftfritteuse. Was ist denn ein saftiger Fleischvögel oder Vogel? Ein Hähnchen? Kaleido, XRP Heiko hat heute gute Laune. XRP Heiko, seid froh, dass ihr mich nicht sehen könnt. No, Patsy, XRP Herzchen, ja sicher. XRP Heiko. Diese deutsche Behörde rät zu Hardware-Wallets. So, jetzt mache ich mir Gedanken, wenn schon eine deutsche Behörde zu Hardware-Wallets rät. Fremdwährung und Wallets auf Smartphone oder PC seien anfällig für Hackerangriffe. Wirklich sicher ist Bitcoin nur auf der Hardware-Wallet, erklärt eine deutsche Behörde. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Jetzt mache ich mir echt Sorgen. So viel zum Thema von wegen, die können ja gar nicht auf unsere Wallets zugreifen. Hundertprozentig können die auf unsere Wallets zugreifen. Wenn die schon sowas sagen, das ist das Gleiche wie, ja, machen uns Sorgen um eure Gesundheit. Ne? Erinnert euch mal vor ein paar Jahren, was kam dann für ein Dreck? Nur so viel dazu. In einem Beitrag auf LinkedIn gibt das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Tipps zur Verwahrung von Kryptowährungen. Schon gewusst, der Bitcoin-Wert geht dieses Jahr über 100.000 Euro, schreibt die Behörde. Relativiert die Aussage dann aber, man könne schließlich nicht die Zukunft vorhersagen und gebe auch keine Anlagetipps, alter Schwede. Dann halte doch die Klappe.
Zur Sicherheit bei der Verwahrung von Bitcoin und Co. könne man allerdings schon Ratschläge geben. Von Fremdwährung auf Börsen zeigt sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wenig begeistert. Börsenkonten seien nicht sicher vor Hackern. Auch Wallets auf Smartphones oder dem PC weisen Sicherheitslücken auf, so die Behörde. Wirklich sicher seien Hardware-Wallets mit einem oder mehreren Backups, können sich Kryptonutzer optimal schützen. Also, meine lieben Damen und Herren, das ist ein richtiger, richtiger fetter Warnschuss, ne? Sage ich euch gleich. Jetzt brauchen nicht die Österreicher oder die Schweizer sich freuen. Keine Panik, eure Behörden arbeiten mit denen zusammen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr seid auch fällig. Alter Schwede. Ja, ich sag, Pierre, jetzt hast du mir aber einen Schlag verpasst, ne? Also da bin ich jetzt wirklich, Muss mir was einfallen lassen. Audino, Navend MC, es wird ein flippte Switch über Nacht, 1000 Pro. XRP wird so gewaltig, damit rechnen nur wenige. Ich glaube das nicht, ne? Das von wegen jetzt flippte Switch, sagen wir mal von heute auf morgen, wir sind am Pennen und dann kommen so, ich sag mal, 50 oder 100 Dollar gleich schon am nächsten Morgen. Da bin ich weit von entfernt, ne? Das kann ich mir Ihnen nicht vorstellen. Metzger Magic, liebe Grüße aus Frankfurt von Metzger Magic an dich, Marcello, Magic Mike und die anderen Millionäre. Hier bald geht's los, falls sie mal auf der Insel. XRP-Heiko, also für alle Deutschen ganz wichtige Mitteilung: Es gibt jetzt Hardware-Wallets, falls ihr nicht wisst, was das ist. MC fragen, mich um nicht fragen. Ne? Du weißt jetzt, welches Amt. Johannes, MC, hast du nicht immer gesagt, nichts ist unmöglich, das ist der Kryptomarkt, da ist alles möglich. Ja, aber nicht bei XRP ab 100 Dollar, ne? 50 Dollar würde ich mir noch gefallen lassen. Das ist auch schon so eine Schmerzgrenze mit dem Pump, wo ich sage, pumpmäßig würden wir dann locker über Bitcoin das Zehnfache schon stehen mit der Marktkapitalisierung. Ne? Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, das ist zu viel. Mit Verwendung, klar, ist alles möglich am Kurs. Auch die Million, tut mir leid, das sagen zu müssen. Auch die Million wäre möglich. Aber mit Pump 100 oder 200, über 200 Dollar, nein. Sorry. XRP Rocket, ich habe schon Tangem. Okay. Anton XRP, guten Abend. Papi spielt, Grüße Familie. Hoch die Hände, Wochenende, alles Liebe für euch. XRP Heiko, wenn du mir jetzt nochmal mit so einer Scheiße kommst, dann mit dem Bundesamt, dann schmeiße ich mein Hardware-Wallet weg. Habe ich Angst. Insolvenz von Schweizer Bank sorgt für Unsicherheit bei Euro-Stablecoin. Bislang konnten der Stablecoin seine Euro-Preisbindung aufrechterhalten. Das Unternehmen hinter A-Euro warnt aber vor einer Unsicherheit bei der Reserve. Seht ihr, deswegen sage ich immer nur von Circle, die Stablecoins. Das laufende Insolvenzverfahren der Schweizer Flow Bank SA ufert in den Kryptosektor aus. Laut der Schweizer Aufsichtsbehörde FINMA hat die Bank am 13. Juni 2024 Konkurs gemeldet. Auswirkungen hat das auf die Anchored Coins AG. Das Schweizer Unternehmen steht hinter dem sogenannten A-Euro, einem Stablecoin, der dem Euro abbildet. Ein Teil der Reserve hängt laut Unternehmensangaben in der Insolvenzmasse der Flow Bank SA. Bislang konnte A-Euro seine Euro-Preisbindung aufrechterhalten. Oh, da seht ihr wieder, was für eine Scheiße, ne? Aber was soll man machen? Es ist halt so, ne? Das ist nämlich die Gefahr bei Stablecoins. Da stecken Unternehmen dann dahinter und da muss man dann wirklich gucken, welches wäre das sicherste Unternehmen oder wo ist das Risiko am geringsten, dass das Konkurs geht. Deswegen würde ich sagen, nicht immer alles komplett in Stablecoins reinballern. XRP-Eco, wer hat die Unsicherheit erfunden? Die Schweizer? Ach nee, das war ja ein Hustegutzel. Kryptogärtner, moin, XRP Heiko. Ihr treibt euch auf Bitcoin-Seiten rum. Nasdaq und New Yorker ziehen Bitcoin und Ethereum-Anträge zurück. Oh! Warum? Was ist los? Die New Yorker Stock Exchange und Nasdaq haben ihre Anträge auf Optionshandel bei Bitcoin und Ethereum-ETF zurückgezogen. Das geht aus dem entsprechenden
Einreichung hervor. Bloomberg-Analyst James Seaford scheint kaum überrascht. Ich erwarte, dass die Börsen in den kommenden Tagen oder Wochen einen neuen Antrag stellen, kommentierte der Branchenexperte in einem X-Beitrag. Ah, okay. Letzte Woche zog die US-amerikanische Börse CBOE ihren Antrag zurück, reichte kurz darauf einen überarbeiteten Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein. Na, dann warten wir mal ab. Auf 2025, April. Naja, gut, dann haben wir ja noch genug Zeit, ne? Bis es losgeht. Papi spielt. MC, auch wenn du keine News hast, so eine chillige Runde ist ja auch was Schönes. Ja, da hast du natürlich recht. Nur für mich ist es ein bisschen traurig, ne? Weil ich bin ja auf der Suche, ich habe ja den Ehrgeiz, so wie Mr. Crypto und XRP Heiko ja genauso, einfach News euch zu präsentieren, ne? XRP Heiko, meine Kollegen kriegen alle schon wieder die Krise. Was ich da immer erzähle, es stürzt doch alles ab. Wir verlieren unser Geld. Es ist hoffnungslos. Die sind alle nicht zu retten. Du kannst schöne Grüße von mir ausrichten. Ich habe sogar heute nochmal nachgelegt, ne? Weil ich verliere ja mein Geld. Weil wenn ich untergehe, dann gehe ich mit wehenden Fahnen unter, ne? Dann spiele ich die Titanic. Ich bin hier einer der von der Band, die als letztes da noch spielt. Houdinio, MC, es wird ein Flip the Switch über Nacht geben. 1000%. Einfach entspannt abwarten. Ja, natürlich, bei XRP sowieso. Da mache ich mir null Sorgen, ne? Aber ein Flip the Switch, ja gut, dann werden wir mal abwarten, ne? Quick. Was haben wir Schönes von dir? Ach, das hatten wir auch schon. Neugierig, wie es mit ihren XRP-Beständen aussieht. Hier ein kurzer Überblick. Top 10%. Wenn Sie 3000 XRP, gehören Sie zur Elite. Ja, dazu kommt aber auch, da muss der XRP-Kurs natürlich dementsprechend auch sein. Und dazu natürlich auch noch alle Positionen oben müssen sehr gut schon verkauft werden. Ne? Aber das hatten wir die Tage auch schon. Habe ich mir auch schon, tut mir leid, das sagen zu müssen, ein bisschen lustig drüber gemacht. Weil ich finde es im Moment lächerlich, wir müssen über sowas gar nicht reden oder die Leute sollen aufhören, so einen Schwachsinn zu posten. Aus dem einfachen Grund, es wird auch kaum einer bei uns sein, wahrscheinlich, wenn Kurs XY da ist. Das haben wir mit 10.000 schon, mit 3.000 oder mit 10.000 XRP schon die zur Elite gehören wird. Ne? Das ist sehr, sehr schwer, da oben mitzuspielen dann. XRP, Heiko, da bist du jetzt richtig wach geworden, mein Freund, wa? Solltest öfters mal ein Walnusseis essen, so. Mr. Crypto, Crypto, alles Scam, hundertprozentig. Warum tauschen Ethereum und Stellar-Kunden ihre Token gegen Rollblock? Rollblock. Ein neuer Krypto-Presale zieht erhebliche Aufmerksamkeit von Ethereum und Stellar auf sich. Der Ethereum-Kurs entwickelt sich trotz der viel beachteten Ethereum-ETF-Einführung weiterhin unterdurchschnittlich, während XLM einem fast dreijährigen Abwärtstrend immer noch in der Flaute steckt. Analysten sagen voraus, dass der Rollblock Gamble Fee Token um Vorverkauf 880% übersteigen könnte. Frustrierte Ethereum- und XLM-Inhaber strömen in diesen neuen Kryptowährungen, um eine echte Chance auf gigantische Renditen zu haben. Ja, da bin ich absolut raus. Ne? Alleine schon, weil beide Seiten da reingehen. Da bin ich absolut raus. Rollblock Vorverkauf zieht Ethereum XLM. Ja, ich weiß nicht. Da kann ich nichts zu sagen, weil ich kenne den nicht. Und ist für mich auch nicht interessant. Alleine schon der Name ist für mich schon ein bisschen abschreckend. Ne? Sorry. MC, hatten wir das schon? Hunderte Millionen RWAs für ein neues Kapitel des XRP-Ledgers. Da geht es auch um das andere System hier. Ausweitung Arax. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir schon letzte Woche. Deswegen, das ist so ein bisschen irritierend bei Crypto Newsflash. Oder hatten wir diese Woche? Die kommen hin und wieder so ein paar Tage später oder auch mal ein, zwei Wochen später mit Sachen, wo ich sage, hey, das ist doch schon längst vorbei. Aber hatten wir schon.
Googie sein. Hallo zusammen. Gestern hatte ich mir XRP Stammtisch auf YouTube angeschaut. Viele Experten haben diskutiert. Mein Fazit daraus: viel technisches Geschwätz und doch vieles unklar. Besonders was eine mögliche Preisentwicklung betrifft. Nun meine Frage an MC. Anhand welcher Fakten und Berechnungsgrundlagen kommst du auf den Preisannahme? Liebe Grüße. Ich komme auf die Preisannahme und Berechnungsgrundlage von der Shane-Ellis-Theorie. Daher meine hohen Kurse. Und ich habe ja schon gelesen, wer dabei war. Und das sind teilweise die Leute, die sich vor 3 Monaten so extrem gedreht haben bei XRP, wo ich sage, okay, viel Spaß. 1001, hello MC und Chat. Hab ich was versäumt? Nee, heute um ehrlich zu sagen nicht. Ne, eigentlich nicht. XRP Eiko. Kennen wir ja schon. Und Gogi sein, ich kann dir nur eins sagen, ich habe mich ein bisschen viel mit der Finanzwelt auch beschäftigt, gerade im Bankbereich. Da habe ich das große Glück gehabt, dass ich früher einige Leute kennengelernt habe im Bankbereich, die mir unter gewissen Umständen auch einiges über ein neues Finanzsystem erzählt haben, auch über ein etwas, was mit einem Unternehmen aus den USA zu tun hat. Und die selber sagen, wenn wir sowas verwenden würden, so ein System, das Werkzeug, was wir dafür brauchen dann oder was dann dafür verwendet wird, wird auch einen sehr hohen Kurs haben, weil wenn global alles darüber läuft, ja. Aber ob das so stimmt, weiß ich nicht. Die Shane-Ellis-Theorie bin ich nicht so ganz konform mit den Zahlen, weil da heißt es schon, wenn 64.000 Dollar transferiert werden über den XRP-Ledger, kann XRP schon beim Payment-Bereich einen hohen Kurs erreichen. Da bin ich nicht so ganz konform, weil da sage ich, da müsste doch viel, viel mehr kommen. Ne? Aber nicht desto trotz. XRP Heiko. Binance US setzt nach dem Sieg von Ripple vor Gericht auf XRP. Steht ein XRP-ETF vor der Tür. Binance US. Ja, Binance US. Es geht einfach nur darum, dass bei Binance US... das hätte ich ja gestern gerne gebracht, aber der Artikel hätte mir alles hier zerschossen beim Stream. Meine ganz kompletten Daten jetzt, was die Stream-Daten betrifft. Ich bin da öfters raufgegangen, weil die viel zu viel Werbung da reinknallen. Aber schön, dass der Bericht doch noch gekommen ist. Von jemand anders, ne? Ist auch eine andere Infoseite. So, es geht darum ganz einfach, kann ich ganz klipp und klar sagen. Binance US macht Werbung für XRP zurzeit. Ne? Mit ein bisschen Hintergrunddaten, so wie zum Beispiel, dass XRP 2012 von David Schwarz, Jed McCaleb und Arthur Brito ins Leben gerufen worden ist, genauso wie der XRP-Ledger-Konsensprotokoll verwalten und. Ne? Kleiner Fehler ist natürlich, dass der XRP-Ledger nicht mehr nur die 1500 Transaktionen pro Sekunde durchführt. Wir wissen ja, dass es ja hochgestuft worden ist auf 3500. Aber ist okay. Es geht auch darum, dass Binance US natürlich im Moment einen kleinen Anlauf von Leuten hat oder von Kunden eher gesagt hat, die jetzt XRP Star viel kaufen. Das ist einfach alles. Aber mehr ist, steckt da wirklich nicht dahinter. Und es ist ja schön zu sehen, dass die Leute XRP kaufen, aber es hat uns nicht viel gebracht. Indalo, Grüße, Gamer, hi, MC, wie geht's es euch? Morgen wird arbeiten muss wieder, mein Geld in Feuer schmeißen. Jo, ich habe heute noch meine Ladung, gestern eine Ladung, heute eine Ladung. Ne? Muss ja auch schön angeheizt werden, das Feuer weiter, ne? Ja, muss ja, ne? Papi spielt, MC, lass mal privat werden. Was zockst du aktuell? Auf welchem kommenden Spiel freust du dich? Also aktuell zocke ich Alien Dark Descent. Ich glaube, Descent heißt das. Und auf welches ich mich freue, ganz ehrlich, auf gar keins im Moment. Ne? Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht sagen jetzt, oh ja, da brenne ich drauf. Ne? Welche Serie oder Film hast du zuletzt geguckt und warum?
Ich habe mir zuletzt Zombie Nation, also Z-Nation angeguckt, läuft im Moment auf Fiverr bei Amazon Prime. Ja, ich weiß, mit Werbung ist auch ein bisschen älter, die Zombie-Serie, finde ich eigentlich ganz witzig. Was ist deine Lieblings-Haribo-Sorte? Lakritze. Trinkst du genug bei dem Wetter? 100%, die 3 bis 4 Liter pro Tag. Nicht, dass du uns umkippst. Was sagst du zu Wetkuk Inu? Kenne ich nicht. Bei baldigen finanzieller Freiheit, welchen Konzerte würdest du besuchen? Bitte sag nicht Taylor Swift. Nee, ich bin kein Swiftie, ne? Also keine Panik. Ich habe das Wort übrigens auch erstmal gelernt in den Nachrichten. Ne? Ich wusste gar nicht, was ein Swiftie ist. Da dachte ich irgendwas hier zum Sauermachen, zum Dings hier, wie heißt es noch? Staubwischen. Dass sie sich Swiftie nennen. Finde ich niedlich, aber nein, ich bin auch kein Taylor Swift-Fan. Also die ist mir ganz ehrlich, das ist ja ein Mega-Weltstar, gar keine Frage. Ne? Gönne ich ihr ja auch. Sie ist ja wirklich so das Mädchen vom Lande, ne? Von nebenan. Ist auch super. Aber so musikalisch ist es nicht so mein Fall. Alles Liebe für dich. Danke. Doggy sein und danke dir für deine täglichen Beiträge. Machst das super. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Audino, MC, die Masse verkauft viel zu früh und weiß anscheinend nicht, wie XRP explodieren wird. Ja, mittlerweile glaubt die Masse es einfach nicht mehr. Ne? Und das nächste Problem ist einfach, die Masse hat einfach die Schnauze voll, die ganzen Jahre immer wieder XRP. Klar, er steigt ein bisschen, aber es bringt einfach nichts. Ne? Und die meisten kapieren nicht, dass der letzte Bullenmarkt uns im Endeffekt mit XRP ja geklaut worden ist wegen der Klage. Ne? Deswegen freue ich mich ja schon auf diesen Bullenmarkt, weil es steckt ja nichts mehr im Weg. Plus noch den Bonus, es ist reguliert und die Verwendung steht auch vor der Tür. Also er hat eigentlich die Top-Voraussetzung, warum er auch richtig top steigen wird. Quick, Servus MC. Brad Garlinghouse hat mal gesagt, dass der XRP-Preis bei 1000 Dollar mindestens sein muss. Falsch, David Schwarz. Dass es systemstabil läuft. Richtig, David Schwarz. Wie soll der Preis zustande kommen? Das ist ganz einfach durch die Verwendung. Umso mehr Banken oder das Bankwesen XRP verwenden oder die komplette Finanzwelt, umso weniger XRPs werden natürlich auf dem Markt dann zur Verfügung sein. Und umso höher wird der Kurs natürlich gehen. Später wird XRP-Preis nicht berechnet, oh, wie viel Pump da reinkommt, sondern es wird danach berechnet, wie viel XRPs sind überhaupt noch zur Verfügung, damit man die überhaupt kaufen oder verwenden kann? Und das machen alles die Börsen. Im Endeffekt ist es nur ein oder zwei Leitbörsen, wo die meisten Transaktionen drüber laufen. Über ihre Orderbücher, da wird der Preis festgesetzt. Und das wird natürlich mit den kompletten Validatoren natürlich kommuniziert, die mit allen Kryptobörsen halt eben verbunden sind, mit allen ODL-Börsen, was eigentlich fast die Hauptbörsen sind. Und die richten sich natürlich nach den Leitbörsen. Wie im Aktienhandel auch, da gibt es auch ein, zwei Leitbörsen und danach wird der Preis bestimmt. Und genauso wird das bei XRP genauso sein. Das heißt, wenn eine Leitbörse weniger XRP hat und das Angebot natürlich kleiner dadurch ist und die Nachfrage wird aber höher, werden wir leider Gottes auch einen hohen Kurs haben bei XRP. XRP, Heiko, was sind denn Stablecoins? So Münzen aufgetürmt oder wie? Wer hat sich da noch letztens drüber informiert, weil er da irgendwie so ein bisschen was Podiumsdiskussion machen musste in Rheinland-Pfalz? War da nicht was? Mr. Crypto, wo, wann wurde das gesagt? 1000 Dollar. Boah, ich meine 2019 oder 2018. Da hat man David Schwarz gefragt, wo er von einer Veranstaltung weggegangen ist auf dem Parkplatz. Ne, während des Laufens. Houdino, hier wird immer schon vom Bärenmarkt gesprochen. Dieser juckt mich 0,0, da XRP bis dahin so abgeliefert hat. Ich hoffe es wirklich. Ansonsten im schlimmsten Fall, ja gut, ne, dann sind wir im Bärenmarkt und 2026 ist nicht weit und dann schwuppdiwupp, wie du schon sagst, flippt das Switch, ne? DSX 91, moin, wie wirkt sich ein Börsengang von Ripple auf XRP aus? Grüße. Ganz ehrlich? Null. Warum? Es geht um das Unternehmen. Da hat XRP gar nichts mit zu tun. Das Einzige, wo wir dann hoffen können, natürlich, wenn ein Unternehmen an die Börse geht, muss es natürlich auch ein Produkt haben, was einschlägt wie eine Bombe, ja, und was auch wunderbar funktioniert. Und da fällt mir bei Ripple nur ein einziges Produkt ein. Ripple Payments. Was mit einer Blockchain verbunden ist, die seit 12 Jahren
ohne nennenswerte Probleme läuft. Deswegen denke ich, es ist natürlich positiv und es ist natürlich auch positiv, weil das System sicherlich bis dahin auch schon am Laufen ist, vielleicht ein bisschen, nur ein bisschen mehr, dass sie damit natürlich in die Börse gehen können. XRP Echo, das berühmte Video, das man nicht mehr findet im Netz, das hat er tatsächlich gesagt. Ja, 72 ist einfach gut. Ein herzliches Hallo an unseren Maestro und alle anderen. XRP Echo, morgen Abend geht es an den Frankfurter Flughafen in den Jet Club. Open Air Techno. Ja, meine Frau tanzt zu der Musik. Oder was das ist. Ich schaue den Flugzeugen beim Starten und Landen zu. Ganz ehrlich, XRP Heiko, bleib zu Hause, ich gehe mit deiner Frau hin. Aber nicht, um sie anzubaggern oder so, diesen Quatsch, ne? Nein, ich glaube, ich verstehe mich immer besser mit deiner Frau. Nicht nur, dass sie mein neues Orakel ist, dann hört sie auch noch fast schon so meine Musik, wa? AQ17 MC, hab ein Bild von Januar 18, wo XRP kurz auf der 1 war. Ich stell das mal in die Gruppe rein. Kannst du mal machen. XRP tatsächlich auch auf 1? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Siehst du, da bin ich raus. Holiday, der war Sonne, Grüße aus den Allgäu in die Runde. Grüß dich. XRP, MC, Vorsicht, Glatteis, die Aussage, aber natürlich hast du recht, wie bei den Banken. Die hocken überall, ja. XRP, jetzt erstmal ein kaltes Cola mit Rum. Ich komme gleich vorbei, ne? Kann schon eins kalt stellen. Mr. Crypto, plötzlich kommen wieder alle mit den Stromkosten. Wirklich lustig, ne? Ist geil, ne? Ist wirklich geil. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, kommt das mit dem Strom? Warte ab, September, Oktober. China kommt um die Ecke und ja, Bitcoin erlauben wir wieder. Boom, das wird den Bullenmarkt auslösen. Warte ab. Ich bin gespannt, ob ich recht habe. XRP Alko, wir könnten ja mit den stillgelegten Atomkraftwerken meinen. Aber nein, heute um 19 Uhr wurden ja die Kühltürme gesprengt. Noch schnelle Tatsachen schaffen, bevor man abgewählt wird. Ist clever, ne? So hat die nächste Führungsebene eben ein großes Problem, weil dann heißt es ja, jetzt müsst ihr Atomkraftwerke wieder bauen, ne? Und woher nehmt ihr das Geld? Das Land ist ja runtergewirtschaftet. Clever. Sehr, sehr intelligent im Endeffekt. Ich sag ja, da muss ein Plan hinterstecken, ne? Müssen wir ganz klipp und klar sagen. Da steckt ein Plan hinter. Weil wenn du dumm bist und Scheiße baust, ja, dann baust du 2-3 Mal Scheiße, aber bei den 5. oder 6. Mal, was du machst, das funktioniert dann. Aber das ist ja durchgehend. Also da muss wirklich ein Plan hinterstecken. Da können wir reden, wie wir wollen. XRP Rocket. Echt? Können die darauf einsehen? Ja, über den Anbieter natürlich. Die können auch dein Konto einfrieren, dein Hardware-Wallet. Wenn Verdacht natürlich steht. Das ist natürlich die Standardausrede, wie immer. Du betreibst Geldwäsche, du bist ein Krimineller, du machst Terrorfinanzierung. Dann können sie auch dein Hardware-Wallet einfrieren. Startrampe. Hier gibt's gerade eine Mische mit Eistee, Sirup, Pfirsich und Mineralwasser. Ach, das ist auch nicht schlecht. Klasse Sache. Man spart sich die Schlepperei von 1,5 Liter Flaschen Eistee. Ja, ich schleppe gerne. CK, grüß dich, Marcello, und alle im Chat. LinkedIn? Habe ich LinkedIn gesagt? Na gut. Nur Petsy. Geht nicht an mich. Robro, wie kann XRP zum Beispiel den japanischen Banken behilflich sein, ihre Krise zu bewältigen? Weil nur die niedrigen Transaktionsgebühren werden es wohl nicht sein, oder? Grüße aus Tirol. Nein, natürlich nicht. Mit den niedrigen Transaktionsgebühren ist zwar auch eine Stütze, weil du musst ja bedenken, die werden ja nicht die Gebühren senken, nur weil sie billiger transferieren. Ja, also ich gehe ganz stark davon aus, dass natürlich der Endverbraucher oder die Unternehmen immer noch ihre gleichen Gebühren zahlen werden. Dadurch werden sie natürlich auch viel Geld einnehmen, die Banken, gar keine Frage. Aber sie brauchen die ganzen Zwischenkonten nicht und die können das Geld auf den Zwischenkonten, die sie haben, natürlich wieder zurückholen und damit die Krise dämpfen. Bewältigen oder vollkommen die Krise ablösen damit? Nein, das schafft keiner. Ja, das wird auch weltweit nicht passieren bei der Rezession. Selbst wenn sie es
das Ripple Payment System mit dem XRP Ledger starten würden weltweit, werden die Banken zwar trotzdem weiter noch in der Scheiße sitzen, aber sie können natürlich mit dem frischen Geld, was sie aus den ganzen Zwischenkonten haben, von den Nostra Vostra Konten, können sie natürlich dann verwenden, ne, um die Krise zu eben halt zu dämpfen. Johannes, Fleischvogel ist eine Art Schweizer Rinderroulade mit herzhaften Füllungen aus Hackfleisch und Speck. Warum heißt das dann Fleischvogel? Fleisch verstehe ich, aber warum Vogel? Aber Hackfleisch und Speck in Rinderroulade, das ist ja geil, das muss ich auch mal ausprobieren. Mr. Crypto MC wird sich dann einfach seine XRP einzeln ausdrucken und über Bett hängen und schreibt seinen aktuellen Kurs und Gewinne dann aufs Blatt. Nein. Udino MC, doch aufgrund Einführung neuer Finanzsysteme warte einfach ab. Ich spreche beim Flip des Switch nicht von 50 oder 100 Dollar Meister. Wir werden es erleben. Ja, ich weiß, du redest von mir und schwuppdiwupp habe ich einen Herzinfarkt, ne? Du willst nur sehen, dass ich am nächsten Tag aus dem Krankenhaus streame. Aber wie du schon sagst, wir werden sehen. Mr. Crypto, er hat es gesagt. Auch 1 Million bei XRP wäre möglich. Ja. Ich sehe schon wieder die Kommentare auf YouTube. Das Schöne ist auf YouTube, die gucken nur die News. Ne? Die 99% der Leute gucken nur die News. Also ich schätze mal so nach 6-7 Minuten, was ich News gebracht habe, ist sowieso vorbei. Vielleicht gibt es da noch die nächsten, die so 10-15 Minuten gucken. Das sind die, die von dir die News und XRP Heiko noch gucken. Und das war's dann. Von daher ist alles gut. Alles, was wir jetzt so die ganze Zeit sagen, scheißegal. Scheißegal, das guckt sich sowieso keiner an. Falls doch einer aus YouTube mal das guckt, bitte melde dich, dann weiß ich, dass du einer der wenigen bist, die wirklich lange geguckt haben. Quick MC, solange wir keine Terrorfinanzierung oder Geldwäsche betreiben, passiert ja nichts. Besser wäre es, nach dem Bullrun aus dem EU auszuwandern. Hab keine Lust mehr auf ihre Gesetze. Da gebe ich dir absolut recht, aber wo willst du hin? Das ist so die Frage. Das ist wirklich so die Frage. Das Problem ist ja auch, wenn du jetzt, ich weiß ja jetzt nicht, ob du in Deutschland bist, es gibt ja auch ein schönes Auswanderungssteuer, ne? Mach dich lieber schlau, was es bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, bist jetzt in Deutschland, weiß ich ja nicht, aber nehmen wir jetzt mal an. Du sagst jetzt, oh, ich habe jetzt so, was weiß ich, 400.000, 500.000 gemacht im Bullenmarkt, ne? Hab alles schön ausgezahlt und wandere von heute auf morgen mit meinem Koffer und meinen ganzen Kohle von der Bank. Pick ich schon aufs Auslandkonto und wander aus. Was glaubst du, was du dann bezahlen darfst für eine Steuer? Genau die dann. Auf dein Vermögen. Deswegen, es ist nicht so einfach mehr, ne? Deswegen sage ich ja, ein Teil in Stablecoins, einfach das Hardware-Wallet dann vielleicht so in der Tasche mitnehmen, am Zielort angekommen sein und da sich eine Börse suchen und da dann das in Geld umtauschen, ne? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Super Catty, hi Marcello und Community. Es kommt darauf an, welche Region Sie über Nacht hochfahren. Dann kann der Kurs schon extrem steigen. Aber ich denke mal nicht, dass es extrem steigt. Eher Step by Step. Von mir aus natürlich auch auf 5.000 Dollar XRP über Nacht. Ja, warum nicht? Aber ganz ehrlich, im Moment denke ich tatsächlich, dass nur eine Region im Moment von heute auf morgen starten wird und das ist tatsächlich Japan. Ne? Japan ist wirklich das Finanzwesen, die Banken, die sind wirklich alle am Arsch. Und zwar richtig. Danach gehe ich dann mal so nach China, gucke ich rüber, da sieht das auch nicht gerade rosig aus, ganz im Gegenteil. Aber irgendwie schafft die Regierung, ja gut, man kriegt nicht die Daten, weil wir wissen ja, China, Nachrichten mit der Regierung da, das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Aber was man da so hört und mitkriegt, ist auch, dass China auch nicht mehr lange durchhalten kann. Ne? Von daher, ich gehe ganz stark davon aus, dass Region Asien starten wird. Johannes, was soll das mit dem XRP-Drops? Das soll ja so sein, dass diese dazu führen würden, dass nichts am XRP passieren soll bei Verwendung. Ich glaube nicht an diesen Drops. Ach, haben sie das wieder beim Stammtisch gesagt? Dann war wahrscheinlich Avon dabei und Krippenreiter. Und das sind genau die zwei Spezialisten, die sich vor 3 Monaten um 180 Grad gedreht haben mit CryptoAri
und noch so ein paar ganz heißen Kandidaten. Aber wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Ne? Wer es glaubt, glaubt's. Jeder hat seine Meinung. Ne? Aber wer tatsächlich denkt, dass Milliarden, vielleicht sogar Billionen am Tag über den XRP-Ledger transferiert wird, Vermögenswerte. Es muss ja nicht nur grenzüberschreitende Zahlung sein. Es kann ja auch Tokenisierung sein, Immobilien, NFT-Scheiße und, und. Wer dann wirklich mit so einem Schwachsinn kommt, dass tatsächlich dann der Kurs nicht steigen kann, dann habe ich eine Frage. Warum haben sie so viel XRPs rausgegeben oder hergestellt? 100 Milliarden. Brauchst du doch gar nicht. Wenn der Kurs sich sowieso nicht bewegt, dann brauchst du auch nicht so viel Milliarden an XRPs, oder? Und wie wollen sie dann später global, ich sag mal, Swift hat ein Volumen von 6 Billionen Dollar circa am Tag. Nehmen wir mal an, das läuft über den XRP-Ledger. Ne? Die Konkurrenz mit Ripple. Wie soll das denn funktionieren? Ripple hat im Endeffekt, gibt es ja nur 100 Milliarden XRPs auf dem Markt. Dann, sicherlich. Wie willst du denn sicherstellen? Dazu kommt, wir haben ja noch einen Großteil von XRPs ja auch gekauft, ein paar Milliarden alle, ne, weltweit. Wie willst du denn dann sicherstellen, dass das System überhaupt funktioniert bei den paar XRP-Coins, die dann noch auf dem Markt sind, die du für die Verwendung verwenden kannst, wenn der Kurs unten ist? Deswegen, also das sind so Fakten oder Punkte, wo ich immer wieder nur mit dem Kopf schüttel und sage, Alter, ihr seid seit Jahren dabei, die das behaupten, ne? Die ganzen Experten, die auf einmal da aus den Löchern nach 3 Monaten, vor 3 Monaten dann da rauskommen und sagen, nee, nee, das ist ja gar nicht so. Vorher waren sie alle der gleichen Meinung. Wie soll das dann funktionieren? Dann kann Ripple sein System nämlich in die, ganz ehrlich, in eine Tonne schmeißen, weil das funktioniert nicht, das ist Abfall. Aber, wie gesagt, jeder hat seine Meinung. Rob, ist der Stablecoin das letzte Puzzlestück, damit der XRP-Ledger endlich fertig ist und verwendet werden kann? Oder was konnte jetzt noch daherkommen? Dass all das alles immer weiter nach hinten geschoben wird. Nein, der Stablecoin ist nicht das letzte Puzzlestück. Für mich ist das letzte Puzzlestück tatsächlich das DIT-System wegen dem KYC-Verfahren, was noch rauf muss. Aber dazu müssen erstmal alle Knotenpunkte auf 2.2.0 fertig geupgradet werden. Aber sie fangen schon an mit 2.2.1. Na, also es dauert noch ein bisschen. Also wir müssen bis zur 12 sicherlich warten. Das ist für mich der letzte Knotenpunkt, der noch fehlt. Dann musst du aber auch noch bedenken, Ripple braucht natürlich noch ein paar Lizenzen. Aber im Endeffekt weltweit könnten sie da über ihre Partner, weil die haben ja schon die Lizenzen ja schon starten. Von daher, wie gesagt, für mich fehlt nur noch das DIT-System. Und dann könnte der XRP-Ledger im Bankbereich so durchstarten. Ich wüsste nicht jetzt irgendeine Ausrede, wo ich sagen müsste, naja gut, das würde noch fehlen vielleicht oder das würde noch fehlen. Nein, für mich fehlt nur noch das. Ich weiß sonst nicht weiter. Johannes, ich finde, es wäre eine schöne News, wenn du mal kurz den Bikini zeigen würdest. Ja, das war mir klar. Ihr seid alles kleine Ferkel, ne? Freitagabend und ihr wollt schön. Ich sag nur, so wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch wieder raus, Johannes, nicht? Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Muss es später ansehen. Sind noch am Steakhouse mit Crypto Whitehead? Dann essen wir schön weiter. Ja, da ist er ja, Crypto Whitehead. Da wird er wieder wach, ne? Ja. Hab ich das Steak gehört? Nein, 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 nein. Er meinte Pfannkuchen. Da bin ich sofort da. Qualm ist bei Steak ist Crypto weiter direkt da. Ist aber auch schlimm, ne? Crypto weiter, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist eine Schwäche, die du jetzt offengelegt hast. Qualm ist wie auf Stichwort. Ja, geil. Crypto weiter. Ja, die Developer vom XRP-Ledger sind meist nicht so konform mit dem, was Ripple macht oder machen wollte. Das heißt aber nicht, dass Ripple mit XRP in Zukunft und mit dem Stablecoin den XRP-Ledger in vollem Ausmaß Zahlungen durchjagen wird. Durch Fintechs, Banken, Tokenisierung und so weiter. Sind ja noch am Anfang. Dankeschön. Genau das sehe ich nämlich auch so. XRP Rocket, hab geschaut. Rollblock ist ein Online-Casino-Token, der auf Ethereum läuft. Ja, dann viel Spaß. Ne? Also, wie gesagt, für mich ist allein der Name schon
bin ich raus. Ne? Passt mir nicht. Der Name muss eigentlich auch für mich passen immer. Und von daher, ein Casino-Coin. Ja, ja, ich kenne Casino-Coins. Sie sind immer gut abgegangen, nämlich Richtung Erdkern. Aber gut, wer Lust hat, ne, kann es ja probieren. Krypto weiter, Ed. Jetzt kann er ja jeden sagen, Ripple ist scheiße als Argument. Ja, Ripple macht nichts auf der Dex. Was für eine Aussage. Aber naja, jedem das seine. Meinung ist halt Meinung. Und bleiben Meinungen so lange, bis die Zukunft uns nichts eines Besseren belehrt. Da gebe ich dir recht. Aber wenn ich schon so eine Meinung habe, ne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und auch hier von wegen den Drops, da wird ja der Kurs gar nicht explodieren oder so. Dann sollen die doch bitte den Leuten zeigen, besonders wenn sie Content Creator nebenbei ja vielleicht auch noch sind, dann sollen sie den Leuten live zeigen, dass sie ihre XRPs auch tatsächlich verkaufen, weil dann ist es ja ein totes Pferd. Was will ich damit? Würde ich so denken, würde ich euch zeigen, ich würde meine XRPs alle zur Bitpanda schicken, weil da könnte ich ja eine kleine Summe auszahlen lassen sogar auf einmal und würde komplett live meine XRPs verkaufen. Ich würde euch zeigen, meine Hardware-Wallets, ich würde die dahin schicken, live und dann auch alles verscherbeln. Weil warum soll ich auf einem toten Pferd weiterreiten, wenn es sowieso nichts bringt? Ne? Und das ist immer so schade, dass sie dann wiederum sagen, ja, nee, so in Zukunft, da kommt ja noch viel mehr auf den XRP-Ledger. Und Ripple arbeitet ja an so vielen Bereichen, da könnte der Kurs schon etwas vielleicht noch bringen. Nein, würde ich nicht, würde ich ganz klipp und klar nicht machen. Dann nehme ich jetzt lieber das Geld raus, packe es lieber in ein anderes Projekt, wo ich sage, okay, das könnte auch nochmal wieder noch was Schönes bringen. Aber dann immer im Hintergrund wieder dann, oder zum Schluss immer diese Ausrede dann. Ja, dann nie, da kommt ja jetzt der Stablecoin und bla bla bla. Da denke ich mir immer, ihr seid hier bescheuert. Erst redet ihr alles scheiße und dann sagt ihr dann auf einmal sowas, weil, ja, nee, XRP verkaufe ich nicht, ne? Also. Krypto weiter. Ripple investiert Multimillionen, damit XRP als kein Wertpapier in den USA gilt. War doch nur über 150 Millionen. Das ist doch ein Schnäppchen, oder? Aber ja, Ripple wird ja XRP nicht verwenden. Wieso auch? Ich bin ja so verrückt und dumm. Gott sei Dank sind wir das. Ich pack mich auch in die Reihe mit ein. Mann, oh Mann, das wusste ich ja gar nicht, wie verrückt ich bin. Ja, siehste? Crypto weiter. XRP Ledger wurde gegründet damals unter anderem von David Schwarz, um als Hauptaufgabe Zahlung durchzuführen zu können. Das ist die Hauptaufgabe des XRP Ledgers. Richtig. Mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen, ja, ist die Aufgabe ein bisschen gewachsen natürlich, aber das ist noch die Kernaufgabe. Crypto weiter. Richtig. Arthur Brito, auch MC, ja. Und Jet McCullough war sogar auch noch mit dabei, der kleine Schlingel. Mr. Crypto, Amy, du bist doch verrückt. Krypto weiter. Siehst du auch, mein Lieber. Kriege ich das von euch beide auch vielleicht schriftlich, dass ich verrückt bin? So kann ich später vor Gericht immer sagen, ja, hier, ne? Ich bin durchgeknallt und weil der Richter bin unzurechnungsfähig. Mr. Crypto, doch, MC, du freust dich darauf, wenn GTA 6 kommt. Natürlich, zum einen ja, aber zum anderen muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, das schafft mein Rechner nicht mehr, ne? Und hier ist, wo ich streame, ist so Schrott der Rechner, ne? War ein totaler Fehleinkauf. Und mein 8 Jahre alter Rechner, ich glaube, das schafft er auch nicht mehr. Deswegen wäre ja schön, wenn der Kryptomarkt so langsam mal anfängt zu steigen, damit ich nicht mehr kaufen kann, dann kann ich schon mal mir einen neuen Rechner oder so holen, ne? Das ist so mein Hauptproblem. Spedidi, Gruß in die Runde aus Rovini, Kroatien. XRP-Eco, Konzerte, Wacken? War ich jetzt schon seit dem großen C nicht mehr. Nee, siehst du, da kriegst du mich nicht hin nach Wacken, ne? Das ist nicht so meine... Nicht die Leute. Die Leute sind eigentlich ganz cool drauf. Ich war schon einmal im Wacken, da muss ich arbeiten. Aber ich weiß nicht, ne? Wacken ist nicht so mein Ding. Die Musik und... nee. Papi Spiel, das sind Swiffer. Lol. Ja, aber die heißen ja Swifty, ne? Und ich denke immer dann an Zwiffer, genau. Krypto weiter. Dann muss ich mir anhören, dass keine Bank der Welt derzeit XRP nutzt oder nutzen wird, weil die Banken ja das nicht wollen. Aber weiter erklärt man nicht, dass ganze Zahlungsinfrastruktur geschaffen werden, wo zum Beispiel Ripple sich ja dafür kümmert, dass XRP als Brücke verwendet wird und nicht die Banken selber deswegen
ist ja auch Ripple bei der BIS Task Force for Cross-Border Payments 100% deswegen, weil ja Banken keine XRP verwenden werden. Ja, haben sich doch nur eingekauft bei der BIS, ne? Sind mal eben rübergefahren in die schöne Schweiz, haben ein bisschen Käffchen getrunken, ein bisschen Käsefondue mit den Jungs da gegessen, ne? Nein. Die Leute haben schon recht, das ist alles Scam und keiner wird XRP verwenden, das wissen wir doch, ne? Deswegen ist schon richtig. Und Transaktionen, wie gesagt, das bringt ja sowieso nichts auf dem XRP-Ledger und am Kurs von XRP sowieso nicht, ne? Meine Liste wird immer länger von den Leuten, die diesen Schwachsinn verbreiten. Und ich freue mich schon auf meinen Tag. Kryptowährungen. Aber gute Meinungen können immer verschieden ausfallen. Wenn man die Vermutung hat, dass Ripple lügt, ja, dann kann man sich ja immer darauf stützen und damit alles begründen und behaupten. Kryptowährungen. SPI Ripple Asia ist auch fake. Auch hundertprozentig. Ne? Hundertprozentig. Auch dass die einen Validator halten, hundertprozentig fake. Ja, absolut. Wieso auch? Die verwenden ja keine XRP, werden es auch nicht. Du, was soll ich dazu sagen, ne? Die geben alle so viel Kohle für diesen Scam-Projekt aus, das ist der Wahnsinn, ne? Anstatt das in Bitcoin alles reinzustecken. Johannes, bei diesem Dip, den wir hatten, könnte ich mal nicht nachlegen. Aber es ist auch schön, vor dem Kühlschrank zu stehen und überlegen, ob was man zum Nachtessen Lust hat. Junge, das muss immer so sein. Ne? Bei Essen spart man nicht, habe ich dir das letzte Mal schon gesagt. Da hört bei mir der Spaß nämlich auch auf. Kryptowährungen und Meinungen können so verschieden sein, aber naja, warten wir mal ab, wer recht hat, schlussendlich. Ja, ich nicht, ich habe ja Halbwissen, bei dir weiß ich es nicht. XRP-Alko, habe ich schon erwähnt, dass ich den Strom billiger bekomme? Warum? Sitzt du jetzt jeden Abend auf dem Fahrrad und machst selber Strom? Manatis, hallo Bobo, bin gerade von der Arbeit. Ach du Schande. Hoffentlich hast du jetzt auch wenigstens Wochenende. XRP, ich finanziere MC auch eine Art von Terror. Stimmt eigentlich. Ich terrorisiere euch ja auch jeden Tag. Passt. XRP, Gurken müssen noch in die Rinderroulade und natürlich mit Senf einschmieren. Oh, ich mag gern Zwiebeln dabei, ne? Nicht Gurken. Psychobeule, ich sehe alles auf YouTube. Na, jetzt musst du aber auch mal die Wahrheit erzählen, ne? Du guckst nicht auf YouTube, weil du arbeitest dabei und hast ein Stöpsel im Ohr. Du hörst es immer auf YouTube. So, du bist raus. Houdino, MC, nein, du sollst keinen Herzinfarkt bekommen, sondern vom Stuhl fallen aufgrund des Preises von XRP. Das wird nicht passieren, weil du sagst, er flippt das Switch über Nacht. Das heißt, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist natürlich Handy holen, erstmal Kurse checken, ne? Ob ich nicht vielleicht mich doch wieder hinlegen kann oder ob ich doch leider ja zum alltäglichen Brot zurückgehen muss, ne, zur Arbeit. Anton XRP MC, ich lausche immer noch, was du so zu erzählen hast. Hui. Johannes, also ich würde gerne so einen Stream sehen, wo du vom Spital aus machen würdest, weil erstens, es ist ein geiler XRP-Kurs endlich da. Danke. Siehst du, es geht gar nicht um mich. Ihr wollt nur einfach dann den XRP-Kurs. Ne? Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen missbraucht. Zweitens, wenn du streamst, dann hast du den Herzinfarkt überlebt. Okay, hast nochmal gut die Wende gekriegt da. XRP-Alkohol. Nein, falsch. Dann hätte Ripple 50 Billionen XRP herstellen müssen, damit es reicht für die Transfers. Dann kann er bei einem Dollar bleiben. Da hast du auch wieder recht, ne? Das siehst du wieder, ne? Sie haben schon The Brain, David Schwarz bei sich, Arthur Brito und Jed McCaleb gehabt. Und was stellen die her? 100 Milliarden nur, ne? Statt die 50 Billionen. Weil wir wissen ja, die Herstellung von XRP kostet ja im Endeffekt auch nichts. Mein Gott, sind die doof. Müssen wir denen vielleicht mal erzählen, ne? Lucky, ich frage mich, ob das gehen könnte, dass Ripple sein Escrow bei Bedarf in Anwendung verwenden kann, wenn es zu wenig Coins gibt oder besser gesagt eng wird.
Ganz ehrlich, ich bin zu 100% sicher, ja. Aber ich gehe auch davon aus, dass der Escrow sowieso weg muss, bevor es richtig losgeht. Ob sie das in den Market Maker reinstecken oder irgendwas anderes machen oder verbrennen, ja, verbrennen glaube ich weniger, das werden wir sehen. Johannes, nein, das mit den Drops war gestern und heute die große Diskussion, wo sie sich gegenseitig mittlerweile über 400 Posts auf Telegram gestellt haben. PS, Stammtisch schaue ich nicht. Das ist sadomaso. Das will ich mir nicht antun. Ah, so, okay. Ja. Aber ganz ehrlich, Johannes, ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber in der Gruppe sollen sie über sowas diskutieren, als dass sie wieder wie vor ein paar Wochen oder was letzte Woche gegenseitig nur auf andere rumgekackt haben, ne, und rumgekeift haben. Sollen sie lieber sich da ein bisschen mit beschäftigen. Nur wie gesagt, ich sage immer wieder das Gleiche, recherchiert lieber alle nochmal selber nach. Weil egal, was die beim Stammtisch sagen, was ich sage, es muss nicht richtig sein. Ne? Es muss nicht richtig sein. Es kann auch vielleicht nicht richtig sein. Deswegen lieber immer noch mal selber nachschauen, ob da irgendwas vielleicht ein bisschen was stimmt. Und wie gesagt, ich habe ja schon gehört, da beim Stammtisch, da waren ja so einige Leute, die, wie gesagt, die waren vor 3 Monaten noch ganz anders wie jetzt und ja, haben sich einfach so mal gedreht und kommen mit dieser Begründung mittlerweile, ne, wo ich mir denke, ja. Und Crypto Whitehead hat es ja gerade schon, man könnte sagen, gut aufgelistet, warum Ripple natürlich so ein riesen Scam-Projekt ist, ne, und überall drin ist. Was ist das? Ist sowas von ekelhaft. Von daher, pff, was soll ich dazu sagen? Cryptobytes, ja, deswegen sage ich ja, Marcello. XRP Ledger ist Built for Business. Ja, hundertprozentig. Die Menschen wissen selber nicht mehr, wo was sie sprechen. Selbst Leute, die coden können. Betrachtet gewisse Aspekte nur aus XRP Ledger Community Sicht. Ich weiß genau, wie du meinst. ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ganz ehrlich, also ich verstehe es seit 3 Monaten nicht, dass sie sich auf einmal so gedreht haben. Und ich kapiere es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Es geht auch nicht in meinen Kopf an, warum diese Menschen, denen ich persönlich auch jahrelang schon gefolgt bin, ne, weil sie auch gut was drauf haben. Nicht, weil sie jetzt eine geile andere Meinung hatten oder eine geile Meinung überhaupt hatten, die mit meiner zusammengepasst haben. Aber dann sich so auf einmal blitzartig drehen, wo ich mir dann denke, da stimmt doch was gewaltig nicht. Jahrelang den gleichen Scheiß-Meinung gehabt haben wie ich und jetzt mit dem Fingerschnipp auf einmal um 180 Grad gedreht. Ich habe eher so vermutet, Ripple hat so jetzt die letzte Trumpfkarte noch rausgeholt, hat sich so ein paar Spezies da rausgesucht, die ein bisschen Kohle kriegen oder ein paar XRPs, damit sie jetzt das noch schnell eben mal schlecht machen. Ne? Krypto weiter. Dass Ripple ein Unternehmen ist, das weiß mein kleiner Bruder mit 12 Jahren. Dass man sowas ständig erwähnen muss, ist lächerlich. Ja. Eigentlich ja, jeder, der im Crypto-Space drin ist, hat hundertprozentig jetzt schon mal Ripple gehört, der länger als ein Jahr drin ist und weiß hundertprozentig dank der Klage auch, was das ist. Was will man damit bezwecken, ist hier die Frage. Ich kann es dir nicht sagen. Ripple tut in erster Linie das, was das Unternehmen braucht. Und da kann es mal vorkommen, dass man regulatorisch viel machen muss, um auf dezentrale Systeme wie XRP-Ledger zuzugreifen. Um damit anderen Banken oder wenn auch immer Zahlungen anbieten zu können. Bingo! Das ist ja immer das Ding. Ne? Die Leute denken ja auch mittlerweile immer mehr, habe ich das Gefühl, so der XRP-Ledger hat das und das, das drauf. Warum läuft der nicht? Natürlich, Zahlungen laufen schon drüber auch. Es ist ja schon in Verwendung. Nur leider nicht erstens die Massenverwendung, weil eben halt die ganzen Geldkorridore, die natürlich die Netzwerke schon aufgebaut haben, die Verbindungen sind da überall, aber noch nicht verwendet werden dürfen, wegen, wie Crypto weiter gesagt hat, regulatorische Dinge fehlen halt noch. Ihr müsst immer wieder bedenken, es geht um Vermögen, es geht um Geld und die größte Frage ist immer noch bei jeder Nation. Wer haftet für das Geld, wenn es über eine neue Technologie wie Blockchain transferiert wird? Die Banken sagen, nö,
ist nicht meins. Der Staat sagt, ist auch nicht mein Problem. Also müssen Gesetze her, regulatorische Klarheit. Das ist das Hauptproblem. Wer haftet für den Vermögenswert, wenn er über eine neue Technologie geht? Und erst wenn das geklärt ist, dann gibt es grünes Licht vom Staat. Das ist jetzt nicht Deutschland, Österreich oder Schweiz, das ist weltweit so. Das ist das, was Sie mal alle vergessen. Wir sind leider abhängig von der Weltpolitik, von jeder einzelnen kleinen Nation und ihren Politikern. Das ist das Problem. Lucky, den Hals aus der Schlinge ziehen, weil man Angst hat. Glaubt ihr beide, es gibt halt so viele Aspekte. Meine Sichtweise ist komplett anders als so von manchen anderen. Ja. Mr. Crypto, Bitcoin 4%. Oh, hat der wirklich so hoch angezogen? Ja, bei mir steht noch 2%. Oh, fast 5% sogar schon hier. Und XRP macht das, was er am besten kann. Bloß nicht auffallen. Ja, gut, okay. Warum nicht? Warum nicht, ne? Okay. Crypto weiter. Ich verstehe aber auch die Developer und Validatoren, die null Ahnung von Partnerschaften und der Infrastruktur von Ripple haben, sondern lediglich dann nur über den XRP-Ledger sprechen und naja, das, was bisher Ripple für den XRP-Ledger getan hat. Weil es ihre Sichtweise ist, habe ich das Gefühl. Normalerweise musst du ja, es ist ja nicht nur das, was Ripple getan hat, es sind nicht nur die Partnerschaften. Man muss ja leider auch, das ist ja das Schlimme, ne, bei XRP auch und den XRP-Ledger, man muss ja auch sich ein bisschen in die Finanzwelt reingucken. Wie weit sind sie? Was machen sie gerade? Oh, die testen gerade ganz groß Tokenisierung alle, komischerweise, obwohl es ja Blockchain-Technologie vor ein paar Jahren noch der größte Fluch war, ne, so gesehen, und Hexenwerkzeug. Und jetzt auf einmal, oh ja, geil, ne, ist der heilige Gral. Man muss den ganzen Wandel auch mitverfolgen. Das ist das große Problem. Du investierst ja nicht nur in XRP, du investierst ja im Endeffekt in ein Produkt, was in der Finanzwelt groß rauskommen soll, lassen wir es mal so. Und da musst du leider auch in der Finanzwelt ein bisschen schnüffeln und gucken, was machen die denn gerade? Was für Technologie wollen sie denn vielleicht schon so antesten? Oder wo gibt es vielleicht noch Schwierigkeiten? Supercat, die Veracity ist ja leider total brutal gefallen. Gab es schlechte Nachrichten? Nachkaufen wäre allerdings ideal aktuell. Also ich kann dir nur sagen, ich habe gestern und heute nochmal Veracity nachgelegt. Ja, das Problem ist, sie haben die Community schlecht kommuniziert mit denen vor ein paar Monaten. Das ist das Hauptproblem gewesen über das duale Tokensystem. Da kommt man immer noch nicht irgendwie auf den grünen Zweig. Proof of View, ja, da müssen sie auch mal langsam mal was zeigen. Also der CEO hat ja gewechselt, ne? Der Gründer von Veracity hat sich mehr in den Hintergrund gezogen. Der neue ist ja jetzt am Ruder, war jetzt in Asien, große Werbetrommel dafür. Auf ein paar Veranstaltungen war Veracity mit dem Stand auch. Also gefällt mir gut und einfach mal abwarten. Ich habe nicht umsonst gekauft, ne? Sagen wir es mal so. Crypto Whitehead will, wenn man bedenkt, durch den AMM kam durch, wenn die krassen Amendments kommen. Aber mit dem Market Maker muss ich dir aber auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Nein, sage ich ganz ehrlich. Da hätte ich wirklich ein bisschen mehr erwartet, dass da was kommt. Initiator war Ripple, XRP, Luna Classic 2,7%, AMP 13,5%. Ja, AMP ist langweilig. Die waren schon heute bei 10%. Ne? Also... Crypto weiter, bezüglich technischen Know-how auf dem XRP-Ledger kann man viel von Vit lernen. Genauso von Krippenreiter, keine Frage. Ja, absolut, da gebe ich dir recht. Aber das geht nur um die Technologie. Die sehen das ganze andere darum herum null. Haben sie kein Verständnis für. Das ist das große Problem. Die sind eine Bereicherung für die deutsche Community normalerweise. Gott sei Dank machen die endlich auf Deutsch Content. Ja. Kommt dabei, Thema Ripple und XRP-Ledger. Da bin ich halt mit denen nicht so konform, aber muss ja auch nicht. Deswegen, Meinungen sind verschieden. 100%ig. Startrampe, verdammt, hab die Sprudelkiste im Auto vergessen. Musste jetzt raus, egal. Dann trinke ich halt Cola pur. Oh, du Armer. Crypto Whitehead, man sagt auch, Problem wären die XRP-Investoren, die XRP halten und nichts damit machen. Also bin ich schlimm. Das ist ja geil. Ich bin da also ein Problem. Sehr gut.
Das Problem sind aber nicht die XRP-Investoren, sondern die ganzen Layer-2-Token-Projekte, die zu wenig Anreiz schaffen. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Projekte sind das? 1800, 1900 mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Was auf dem XRP-Ledger rumgammelt, da müsste man eigentlich normalerweise mal aufräumen. CryptoWhitehead, wenn wir die ganze Sache jetzt ohne Ripple betrachten. Mr. Crypto, die Online-Bank Revolut, die als kryptofreundliche gilt und der bekannteste Anbieter von Hardware-Wallets, Ledger, haben am 14. August eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Mit der neuen Kooperation will Ledger seinen Kunden ermöglichen, Kryptowährungen über die On-Ramp-Service des Fintech-Unternehmens Revolut Ramp zu handeln. Dabei will man die Anwendung Ledger Live als offizielle Kaufanbieter in 27 EWR-Ländern europäischen Wirtschaftsraum anbieten. Ja, viel Spaß, ich nicht. CryptoWhitehead ist aber ziemlich komplex, das ganze gesamte Thema. Deswegen schließe ich lieber liebend gern damit ab. Und jeder seine eigene Meinung hat. Richtig. XRP-Echo, also meine Meinung, wenn der Markt abkackt, könnte ich froh sein, wenn ihr in soliden Coins investiert seid. Die ganzen Mimi-Schwachsinn wird dann auf Null gehen. Dann kommt der Wert zum Vorschein, nämlich keiner. Richtig. Kommt weiter. Da gibt es eine Person, die alle um 180 Grad gedreht hat, Marcello. Ich weiß auch, welche Person. Die Person hat mich damals auch angeschrieben. Mit der Hoffnung, meine Unterstützung zu bekommen. Hat sie aber nicht. Ich habe diese Person erklärt, dass Ripple übernehmen wird. Ob es der Person passt oder nicht. Und habe dann nur noch mit Beweisen mit der Person geschrieben. Bis die Person nicht mehr geantwortet hat. XRP, Ripple, das neue Imperium. Nein, so schlimm wird es auch nicht. CryptoWhitehead, mehr dazu privat, wir zwei, will hier nicht öffentlich machen. Nee, das ist auch besser so. Ripple weiß auch über die Person Bescheid. Das ist ja auch so geil, ne? Im Endeffekt, der Hauptkernpunkt ja von dem, was vor 3 Monaten ja passiert ist, dass die Leute sich gedreht haben, ist mehr im deutschsprachigen Raum. Ne? Ich kriege aus Asien gar nichts davon. Ich habe ja den Asiaten so ein bisschen was darüber geschickt. Ne? Also die wollten mir schon alle auf die Schnauze hauen, sage ich ganz ehrlich, dass ich denen so einen Müll schicke. Also irgendwas passt ja nicht. Und wenn das stimmen würde, was diese ja sagen seit 3 Monaten, ne, dass Transaktionen nicht irgendwas bringen über den XRP-Ledger, dass alles Schmu ist, Leute, dann wäre der Kurs schon längst bei 10 Cent. Ganz klipp und klar. Würden die Leute weltweit diesen Schwachsinn glauben, dann wäre schon längst alles bei 10 Cent gelandet oder noch tiefer. Startrampe, ich habe XRP gekauft und das wird gehalten. Entweder Moon oder es verpufft. Ah, mit Verpuffen, ganz ehrlich, tut mir leid, das wirst du nicht erleben. Startrampe, deshalb habe ich in 23 Coins gestreut. Risk Management. XRP Echo, bei Bitcoin haften alle, die welche immer die Klappe aufreißen. Bei YouTube, hey. Oh, Blocky, armer Kerl. Johannes. Ja, das ist so. XRP könnte auch nichts erreichen. Da bist nicht du schuld, wenn wir das Geld verlieren. Jeder muss selber schauen, was für ihn gut ist. Darum habe ich auch andere Coins, nicht nur deine hochgelobten XRPs. Oh, das ist aber nett von dir. Darum habe ich noch XCC, XLM, VeChain, Veracity, Alchemy Pay. Aber wenn XRP zum Beispiel nichts bringt, ne, dann kannst du XLM von deiner Liste auch mitnehmen. Speise, die hast du ja alle auch hochgelobt. Ja, weißt du warum? Weil ich euch alle mit in den Abgrund ziehen möchte. Ne? Ich möchte, dass ihr richtig schön eure Kohle verliert. Wurde ja von allen bezahlt, deswegen habe ich sie so hochgelobt. Was soll ich jetzt machen? Ich bin verloren. Ich verliere mein ganzes Geld. Mist, warum habe ich nur auf dich gehört? Das weiß ich auch nicht. Aber siehst du, XRP, Heiko, nee, du hast auch Shiba. Das weiß ich. Aber Shiba ist die Rettung. Startrampe, Deutsch. Kommt doch weiter. Richtig, Johannes. Und weiß, was Johannes, was das Totschlagargument ist. Wir hatten noch nie im Leben RWA und das breitflächig im echten Leben.
Wer weiß da, welche Preise HBAR oder XLM oder XRP erreichen wird? XC10 nehmen wir auch mit rein. Keiner weiß es. Fakt ist, dass es kommt. Ja. XRP, aktuell wollen sie ja Blockchain und KI verbinden. Obwohl das Probleme gibt, beziehungsweise sich auch teilweise widerspricht. Ich denke, das ist nur ein Hype im Moment, ne? Um Blockchain und KI. CryptoPilot, ja, oder sage ich etwas Falsches? Sowas hatten wir noch nie gehabt. Richtig. Da gebe ich dir recht. Es gibt ja noch keine Tokenisierung. Wir wissen noch gar nicht, wie die Blockchain überhaupt reagiert mit der Tokenisierung, richtig, und dann kurstechnisch. Bei Vermögenswerten für Geldtransfer könnte man es mit einer gewissen Theorie natürlich ausgucken und könnte man vielleicht schon mal so ein paar Spielereien machen. Aber bei Tokenisierung, da bin ich auch raus. Ne? Wie oft hat man mich schon gefragt, ja, wie hoch schätzt du XCC ein? Da sage ich immer wieder das Gleiche. Weiß ich nicht. Da gibt es einen anderen YouTuber, der sagt, ja, 70, 80 Dollar. Okay, kann sein. Ich weiß es nicht. Krypto weiter. Wie kann man dann sagen, dass gewisse Preise nicht möglich seien? Das hat man damals bei Ethereum und Bitcoin auch gedacht. Ja, und siehe da, alles ist machbar im Leben. Die Zukunft ist unvorhersehbar. Lucky, ich bin schon froh, dass die Akzeptanz vorhanden ist. Ja, hundertprozentig, ne? Die wird immer stärker. Kommt weiter. Selbst wenn man Programmierer ist, kann man es nicht vorhersehen. Jetzt noch 15 Tage bis ATH hoffentlich. Anton XRP. Schauen wir mal, ne? Hey, Mini, Kekse. XRP, Ripple zu XLM. Ich bin dein Vater. Schnauf. Das war damals mein erster Gedanke, ne? Das ist so geil. Als ich davon mehr tiefer gebohrt habe und gemerkt habe, scheiße, Ripple und die XLM Foundation mit dem XLM Ledger, die arbeiten zusammen, die Schweine. Chad McCallum, du bist ein Arsch. Genau das war dann mein Gedanke. Ne? Luke Skywalker und Darth Vader. Eine wichtige Person ist das, Marcello. Deswegen hörten alle auf sie. Kann aber nicht mehr sagen, dazu sagen. Brauchst du auch nicht. Ich kann dir mal Beweise zukommen lassen, privat. Kannst du gern mal machen. Seid ihr aktuell long oder short? XRP, nur long. Ich habe Hunger auf Steak. Sanremo. Ja, setz dich in den Flieger. Setz dich in den Flieger und fahr hin. Flieg hin. XRP, MC. SEC hat sich bis jetzt ja nicht zum Urteil geäußert. Die reißen die 60 Tage aus. Für uns aber gut. Solange bleibt der Wert unten, außer die Verwendung startet. Nee, ganz ehrlich, also frühester Termin für die Verwendung wäre für mich tatsächlich die Swell, ne? Vorher nicht. Solange wird Japan auch noch durchhalten. Und ich schätze mal, Japan wird noch wirtschaftlich, falls sie nicht irgendwie ein Zaubermittel kriegen, bis Dezember würde ich mal sagen, würden sie es noch schaffen. Aber dann ist wirklich schon der Laden komplett am Abfackeln. Pemi, wie soll XRP nichts bringen? Hab ich etwas verpasst? Dann hast du die letzten 3 Monate verpasst. Da gibt es welche, auch auf YouTube, die behaupten tatsächlich, dass XRP-Transaktionen, also wenn die Banken damit transferieren, dass der Kurs nicht berührt wird darüber, weil brauchen sie ja nicht. XRP, ja, XRP alleine der letzte Shitcoin. Fakt. Richtig, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ich glaube, da weiter. Genau, Machula. Aber die reden darüber, als ob wir Aliens wären und über etwas sprechen, das niemals kommen wird. Ja, mittlerweile werde ich auch schon, ich weiß nicht, ob das Beleidigung ist, ich hype nur noch, ich bin zu optimistisch, das kommt so von gewissen YouTubern, ne? Richtung München zum Beispiel, wo ich mir denke, ey, Alter, du hast so den Schuss schon lange nicht mehr gehört. Kryptowelt, obwohl es früher oder später kommen wird und Menschen darüber aufzuklären, finde ich schon sinnvoll. Natürlich, weil du bist ja genauso und ich ja auch. Wir wollen ja einfach nur, dass die Menschen wirklich eine Chance haben. Sie müssen ja keine Millionäre werden. Aber die Chance ergreifen vielleicht dadurch, das, was wir hier für einen Schwachsinn immer machen, vielleicht ihr Leben ein bisschen zu verbessern. Das ist das Wichtigste überhaupt. Menschen zu helfen dabei. Betreffend Partnerschaften aufzeigen, die Technologie etc. Richtig. XRP, ich bin platt, ich gehe dann raus. Dann bis Montag. Bis Montag? Achso, morgen bist du ja nicht da. Stimmt ja.
Mr. Crypto, er hat uns eingeholt. Ich hätte euch schon längst eingeholt, aber ich fand das ein bisschen interessant jetzt gerade. Crypto Whitehead, ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Femi, verstehe auch nicht, warum man in München überhaupt noch XRP hält. Ah, da sprechen wir jetzt eine Sprache. Ich auch nicht. Normalerweise raus damit. Aber man hat es ja dann begründet. Ne? Weil ja, es kommt ja der Stablecoin und ja, irgendwie könnte Ripple ja doch vielleicht, ne, dann, oder XRP eher gesagt, so auf 50 oder 60 Dollar kommen. Wäre ja möglich. Ne? Und ganz ehrlich, wenn man Scheiße labert über XRP und jahrelang vorher großer XRP-Halter war und dafür war, dann sage ich ganz klipp und klar, dann verkauf deine. Aber zeig's deinen Leuten auch, dass du verkaufst und nicht nur sabbeln. Mr. Crypto, okay, Moment, nicht verzagen, Mr. Crypto fragen. Was ist XRP? Der größte Shitcoin der Welt. Hast du XRP-Heiko nicht zugehört? Übrigens, gute Nacht, XRP-Heiko, ne? Startrampe! Ich hab's aufgegeben, andere auf Krypto und XRP hinzuweisen. Man erntet ja eh nur Kopfschütteln und Bemerkungen wie, das ist ja eh nur Geld verbrennen. Aber die wichtigsten haben's von mir zu hören bekommen. Was sie daraus machen, ist dann ihre Sache. Sollen nachher aber nicht heulen. Die werden dann zu dir sagen, so wie zu uns allen, das wird der Standardspruch sein, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, du hattest ja nur Glück. Du hast nur Glück gehabt. Mr. Crypto, warum genau heißt du Marcello? Da musste meine Mama fragen, die fand Marcello Mastroianni, den Schauspieler, so scharf, dass sie gesagt hat, ja gut, da wird mein Sohn so genannt, ne? XRP Heiko, ich wollte schon einzelne Buchstaben eintippen. Johannes, alles ist möglich. Und genau das sage ich auch immer. Wenn jemand dumm daherkommt, weißt du damals als Bitcoin, Bingo, das nehme ich auch immer wieder als Argumentation. Auf uns losgelassen wurde, war alles auch im 1-Cent-Bereich. Und keiner glaubte daran, dass dieser Zeug 1000 Dollar erreichen könnte. Und was kostet er heute? Eben. Bitcoin gibt es nun seit 15 Jahren. XRP gibt es nun seit 12 Jahren. Der einzige Unterschied ist, nur Bitcoin ging Dollar um Dollar rauf. Und XRP wird einfach explodieren, wenn er gestartet wird. Richtig. Mr. Crypto, wie heißt eigentlich dein Friseur? Der sitzt hier gerade vor der Kamera. Ich habe keinen Friseur. Johannes, der heißt MC. Richtig. Lee XRPP, hey MC, besser wenn du die Wette mit dem Bikini änderst. Zum Beispiel, wenn XRP bis zu dem oder dem Datum den Kurs nicht erreicht, den sagst. Dann kannst du deine Adoniskörper im Bikini zeigen. Andersherum wirst du ja nie zum Vergnügen kommen. Der wird ja nicht so schnell auf 100 gehen. Oder ist das dein Plan? Also mein Plan ist nicht unbedingt, mein Adoniskörper unbedingt zu zeigen. Aber ich denke schon, wenn es losgeht, geht der Kurs leider sehr schnell auf 100 Dollar. Vielleicht kommt er erstmal in Stocken, weil die meisten müssen ja noch verkaufen. Aber dann wird es nicht lange dauern, dann ist er bei 100 Dollar. Startrampe, die Leute, die sich informieren, sind bestimmt auch im Game, zumindest wenn sie ernsthaft recherchieren. Deshalb sind Leute wie MCU und Crypto Whitehead so wichtig für uns, die die Infos suchen und verstehen wollen. Naja, verstehen ist eine Sache, ne? Weiß ich nicht. Ich probiere es immer. Johannes, ich bin nach dem Past Johannes. Den 24. oder war es der 27. Ich bin also ein klein wenig heilig oder so. Kommt doch weiter. Zum Beispiel noch etwas Letztes, Leute. Wieso hat Ripple als Initiator MPT-Token-Amendments rausgehauen? Weil es für die Finanzwelt relevant ist? Nein. Die haben einfach nur zu viel Geld gehabt und haben deswegen den rausgehauen. Ganz einfach. Die wussten nicht, wohin mit dem Geld. Und dann sagen, ja, XRPler wird niemals verwendet werden von Ripple-Kunden. Ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Nein, da haben sie absolut recht.
Natürlich, das Einzige, was wirklich noch fehlt, sind höchstwahrscheinlich das DIT-System, ne, wegen KYC-Verfahren, ist ja natürlich sehr wichtig im Bankwesen. Und natürlich regulatorische Klarheit. Das ist das Hauptproblem, was wir eigentlich im Endeffekt auch noch haben. Das ist nur eine kleine Begründung. Ich könnte 100 liefern, die den XRP-Ledger betreffen und Ripple. Ja, ganz ehrlich, CryptoWhite, diesen ganzen Schwachsinn, den die verbreiten. Ich habe keinen Plan, wieso, weshalb, warum, ob die bezahlt werden oder ich weiß es nicht. Aber ganz im Ernst, wer wirklich immer noch denkt, und man muss ja noch nicht mal tief in der Materie drin sein, man muss sich noch nicht mal komplett mit Ripple auskennen, aber man sollte schon so ein bisschen, wenn man bei Ripple natürlich ein bisschen bohrt und sich ein bisschen mit der Technologie rumkämpft, sollte man eigentlich schnell merken, Kacke, da kann wirklich richtig, richtig viel Kohle gemacht werden mit XRP. Das sollte eigentlich jedem auffallen. Aber das Problem ist, charttechnisch haben sie den Coin über die Jahre als einer der größten Shitcoins der Kryptowelt dargestellt. Aber wenn du die charttechnisch anguckst, da würde keiner investieren. Ich persönlich auch nicht, wenn ich mich nicht mit meinem Halbwissen so ein bisschen auskenne. Johannes, ich freue mich so riesig auf unsere Zukunft. So etwa um den 18.09.24. Könnte was sein, ja? Könnte was dran sein. Mr. Crypto, morgen kommt deine Rechenbeispiel mit Kursen, richtig? Mein Rechenbeispiel mit Kursen. Ach, da war eine Frage. Ja, da war eine Frage bei der YouTube. Ja. Könnte ich mal machen. Meldglück. Nee, nee, 26. Anfang, Johannes. Startrampe. Ich hoffe, unsere neue Zukunft beginnt bald, denn der Job wird immer unerträglicher. Heute ist die nächste Kollegin den letzten Tag da gewesen und mein Kollege will auch kündigen. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Eine beschissene Situation bei dir. Dr. Weidert, wieso launcht Ripple über Ripple Testnet ein Testnet für MPT? Die Antwort lautet, weil sie XRP-Ledger nicht verwenden werden. Hast du die Antwort? Deswegen wird XRP nicht steigen, ne? So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Morgen um 20:20 Uhr bin ich wieder hier. Ich freue mich schon auf euch. Wer dazukommen möchte, kann gerne dazukommen. Ich bedanke mich noch bei den Rest. 69 Zuschauer haben es noch geschafft. Wahrscheinlich liegen sie so wie ich schon fast am Boden vor Lachen, weil es ist geil mit Crypto weiter. Der hat wieder Sachen rausgehauen, wo ich sage, ja, ne, warum? Der XRP-Ledger wird ja nicht verwendet. Da kommt bestimmt auch bald XRP 2.0. Ach nee, nicht schon wieder das im Gespräch. Ne? Ich möchte nicht schon wieder das Ethereum-Netzwerk aufrufen und zeigen, da ist euer XRP 2.0. Und damit sage ich auf Wiedersehen.